Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe an der Universität Innsbruck schon eine größere Zahl von Vorlesungen gehalten, aber da waren die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch nicht auf der Welt. Das war in der zweiten Hälfte der 70er Jahre und in den frühen 80er Jahren. Ich habe in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 12 Jahren, keine Vorlesungen gehalten. Ich muss mich also ein bisschen wieder darauf einstellen und einstimmen. Gestern haben wir eine Ouvertüre gehabt. Darf ich interessehalber fragen von den hier Anwesenden jetzt? Wer war gestern auch dabei? Also die eine deutliche Mehrheit. Wir haben jetzt miteinander 3 Stunden Zeit oder 3 Stunden zu arbeiten. Es soll in der Mitte eine kurze Pause geben und es soll auch ein bisschen Zeit für Fragen geben. Ich könnte mir das so vorstellen, dass ich jetzt bis 16 Uhr versuche vorzutragen, dass ich dann frage, wer etwas bemerken will oder wer etwas fragen will, dann sehen wir gleich, ob es da Interesse am Dialog gibt. Und nach diesem Frageblock machen wir eine kurze Pause und den Rest der Zeit teilen wir dann noch einmal so ein, Vortrag und Anfragen. Also um 16 Uhr müsste ich entweder selber dran denken oder von jemandem darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Zeit ist zum Fragen. Ich bin kein gebürtiger Tiroler, sondern ein Grazer, habe in Wien studiert, habe 1961 promoviert und nach einer kurzen Zeit bei Gericht, weil ich eigentlich Anwalt werden wollte, ab 2. Jänner 1962 im Parlament gearbeitet, zuerst eben als Jurist und als Mitarbeiter des damaligen zweiten Nationalratspräsidenten Friedrich Hillegeist, der eine bekannte Figur war als Gewerkschafter und weil er zu jenen gehört hat, die im März 1938, als Hitler ein Ultimatum an die österreichische Bundesregierung gestellt hat, mit Schuschnigg verhandelt haben, ob es noch eine Möglichkeit gibt, zwischen Arbeiterbewegung und der damaligen Regierung einen Schulterschluss zu machen, aber die Zeit hat dafür nicht gereicht. Ich sage immer stolz, meinen ersten Dienstausweis im Parlament hat noch Parlamentspräsident Figl ausgestellt, den die meisten ja nicht als Parlamentspräsidenten, sondern eher als Bundeskanzler bzw. als Außenminister aus der Staatsvertragszeit kennen. Aber er ist dann als Außenminister ausgeschieden. Ende der 50er Jahre wurde Nationalratspräsident und dann niederösterreichischer Landeshauptmann. Nach dem Beginn meiner Tätigkeit im Parlament hatte ich auch viel mit dem damaligen Außenminister Bruno Kreisky zu tun und der hat mir Mitte der 60er Jahre eine Empfehlung gegeben für einen Studienaufenthalt an der Universität Harvard für ein Trimester, das von Professor Henry Kissinger geleitet wurde, der dann später in der amerikanischen Politik eine große Rolle gespielt hat. Und dort in Harvard ist mir bewusst geworden, wie rückständig Österreich in Bezug auf politische Wissenschaften war. Die American Society for Political Science hat, glaube ich, ihr 60-jähriges Geburtstagsjubiläum gefeiert und in Österreich hat es noch überhaupt keine solche Gesellschaft für Politikwissenschaft gegeben, auch keine Zeitschrift für Politikwissenschaft. In Harvard war damals zum Beispiel Professor Seymour Martin Lipset tätig, der dieses damals sehr berühmte Buch Political Man geschrieben hat, oder Talcott Persons, das waren lauter Koryphäen der Politikwissenschaft. Und nach Wien zurückgekehrt hat uns, sage ich jetzt,
dieses Thema immer mehr zu interessieren begonnen. Es hat einige gleichaltrige oder ähnlichaltrige und ähnlich Interessierte gegeben, wie zum Beispiel Heinrich Neisser, den ich schon als Student in der Hochschülerschaft kennengelernt habe, im Hauptausschuss der Universität Wien, wie das damals geheißen hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt. Oder eben den etwas jüngeren Anton Bellinger oder den gleichaltrigen Peter Gerlich oder Helmut Kramer und viele andere, dann einige jüngere auch. Und wir haben uns dann entschlossen, eine Gesellschaft für Politikwissenschaft zu gründen in Österreich im Jahr 1972, glaube ich, und haben kurze Zeit später eine Zeitschrift für Politikwissenschaft herausgegeben. Und wie gestern auch der Herr Professor gesagt hat, beides existiert heute noch, was man nicht von jeder Zeitschrift, die vor 40 Jahren gegründet wurde, sagen kann. Das ist also ein Interessensstrang zur Einführung jetzt zum politischen System und zum Denken in politisch-wissenschaftlichen Kategorien. Zur gleichen Zeit ist übrigens auch dieser Impuls gekommen, das IHS, das Institut für höhere Studien, zu gründen. Das hat Bruno Kreisky sehr forciert. Das war eine Gründung und eine Geldspende der Ford-Stiftung. Und Professor Paul Lazarsfeld war die Führungsfigur für dieses Institut. Mit ihm war es schwer zu reden, weil er hat ununterbrochen Zigarren geraucht und ist in einer Zigarrenwolke gesteckt, die eine dauerhafte Kommunikation nicht erleichtert hat. Aber er war ein sehr gescheiter Mensch. Und ich habe dann im Jahr 1974 den Sammelband »Das politische System Österreichs« herausgegeben, wo auch dieser Freundeskreis und noch viele andere Beiträge geschrieben haben. Das war, wie gesagt, 1974. Und 1976 bin ich dann an der Universität Innsbruck habilitiert worden. So viel einfach nur zur atmosphärischen oder biografischen Einleitung. Wieso können wir vom politischen System eines Landes sprechen? Die Länder sind doch so unterschiedlich und verschieden. Wieso kann man diesen einheitlichen Begriff eines politischen Systems verwenden? Ich glaube, das liegt daran, dass wenn Menschen zusammenleben, wenn sich kleinere oder größere gesellschaftliche Strukturen bilden, dass dann bestimmte Mechanismen wirksam werden. Also überall dort, wo mehrere Menschen in Gemeinschaft und im Zusammenwirken agieren, ist auch Macht im Spiel. Das ist eine Macht, einen machtfreien Staat, eine machtfreie Kirche, einen machtfreien Verein, eine machtfreie Gemeinde gibt es nicht. Und zwar deshalb, weil Macht ein immanenter Bestandteil der menschlichen Gesellschaft ist. Und überall, wie gesagt, wo Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, bilden sich auch Machtstrukturen. Und man kann Macht definieren als die Fähigkeit, das Verhalten anderer Menschen in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft zu beeinflussen und auch gegen deren Willen zu beeinflussen. Und Macht hat eine interessante Eigenschaft, nämlich sie hat die Tendenz zur Akkumulation. Wenn man Macht an Macht gewinnt, ist es fast so wie bei der Gravitation, kommt immer mehr Macht dazu, wenn man nicht Gegenmaßnahmen setzt. Und eine ausgewogene Machtstruktur zu haben, ist eine ganz wichtige Sache in einer Gesellschaft, dass eine Gesellschaft einerseits handlungsfähig ist, aber andererseits nicht alle Macht bei einem oder ganz wenigen und Machtlosigkeit
bei allen anderen ist. Der frühere ÖVP-Obmann und Außenminister Alois Mock hat ein Lieblingszitat gehabt, das er immer wieder bei Parlamentsreden verwendet hat. Und er hat auch so oft gesagt, Macht ohne Recht ist brutal, Recht ohne Macht ist lächerlich, es wird nicht ernst genommen. Also er hat gemeint, man braucht beides in einem ausgewogenen Verhältnis. Nur Macht und zu viel Macht ist schlecht, aber nur Recht zu haben oder eine Rechtsordnung zu haben, ohne die Möglichkeit, sie durchzusetzen, das geht auch nicht. Max, es gibt ja für Politik unendlich viele Definitionen, aber eine, die mir in diesem Zusammenhang ein bisschen hereinpasst, ist die, dass Max Weber Politik definiert als das Streben nach Beeinflussung der Machtverteilung und nach Machtausübung. Und das ist schon wahr. Politik hat sehr viel damit zu tun, wie man die Machtverteilung in einer Gemeinde, in einem Staat, in einer Institution verteilt und wie die nun verteilte Macht dann auch gehandhabt und ausgeübt wird. Und auch dieser Prozess findet immer und überall statt. Und schon die Griechen haben ja den Menschen als Zoon Politikon bezeichnet, als ein politisches Lebewesen, Zoon, die Zoologie, die Lehre von den Lebewesen, und politisch als etwas, was gemeinschaftlich ist, was in die Allgemeinheit eingebettet bedeutet. Die Geschichte der menschlichen Gesellschaft kann man daher als die Geschichte der Entwicklung unterschiedlicher Machtstrukturen bezeichnen. Und die konkrete Machtstruktur in einem Land, im weitesten Sinn des Wortes, führt uns zu dem, was ich als politisches System nenne. Umgekehrt kann man auch wiederum sagen, dass die heute existierenden politischen Systeme, ob das jetzt Österreich ist oder die USA oder China oder Vietnam oder die Schweiz oder was immer, alle diese politischen Systeme sind das Resultat eines längeren Prozesses. Sie können eine Verfassung von einem Tag auf den anderen beschließen, aber sie können nicht das gesamte politische System von einem Tag auf den anderen umwälzen, weil sich das politische System aus viel mehr Elementen zusammensetzt als Anführungszeichen, nur Anführungszeichen zu der Verfassung und der existierenden politischen Parteien, weil auch die ökonomische Situation, auch religiöse Vorstellungen und ganz besonders die Geschichte eines Landes und einer Gesellschaft hat Einfluss auf das politische System. Das politische System ist also ein sehr umfassender Begriff und auch wenn wir uns auf politische Strukturen, auf konkrete beziehen, müssen wir immer im Kopf haben, dass viele andere Elemente und sogenannte Gewohnheiten und Verhaltensweisen und historische Erfahrungen und Urängste und alles Mögliche in das politische System einfließen. Auch die frühesten Gesellschaften und die frühesten Stammesgesellschaften und Clans hatten daher politische Systeme oder waren politische Systeme, auch wenn sie räumlich und technologisch relativ klein oder relativ primitiv waren und wenn sie eine Gesellschaft waren, wo Macht noch in hohem Maße auf physischer Überlegenheit oder auf waffentechnischer Überlegenheit beruht hat. Eine der Gemeinsamkeiten
früher Gesellschaften war, dass der Gedanke der Gleichwertigkeit aller Menschen nicht oder jedenfalls nicht repräsentativ und nicht überwiegend vorhanden waren. Die frühen Gesellschaften haben aus der Tatsache, dass die Macht die Tendenz der Akkumulation hat, durchaus die Konsequenz gezogen, dass sie die Machtspitze ganz hoch hinaufgehoben haben, im Extremfall vergöttlicht haben, wie bei den ägyptischen Pharaonen, und umgekehrt die Basis, die unterste Schicht, sich in Bezug auf Wertschätzung von nützlichen Tieren kaum unterschieden hat. Ein Sklave ist kaum wesentlich anders eingeschätzt worden in seiner Wertigkeit als eine tüchtige Milchkuh oder als ein anderes Lebewesen. Diese humanistische Komponente ist da erst ein Produkt der weiteren gesellschaftlichen und zivilisatorischen und kulturellen Entwicklung. Ich glaube, obwohl das jetzt nicht meine Spezialdisziplin ist und obwohl ich dieses Thema gleich abschließen werde, dass da wirklich zumindest in Europa und in unserem Kulturkreis das Christentum irgendwie ein Lichtstrahl war oder einen wirklich fundamental neuen Gedanken gebracht hat mit der Idee, dass, wie es eben im Christentum heißt, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Das hat noch nicht bedeutet Gleichheit in der Gesellschaft. Dieser Satz oder dieser Gedanke, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, hat durchaus koexistiert mit dem Satz, ihr Herren seid gute Herren, ihr Knechte seid gute Knechte. Man hat die Strukturen, die Machtunterschiede nicht in Frage gestellt, aber hat dem einzelnen Menschen einen Mindestwert gegeben, und zwar jedem einen Mindestwert und jeden den gleichen Mindestwert. Dennoch sind die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, wie schon gesagt, weitgehend ungeändert geblieben und unbestritten geblieben. Ich mache jetzt einen großen Sprung und sage, dass meiner Meinung der Gedanke der Gleichwertigkeit aller Menschen und daraus abgeleitet gleicher Menschenrechte vor allem ein Produkt der Aufklärung ist, wo hier ein neues Denken in dieser Beziehung eingesetzt hat, humanistische, aufklärerische Gedanken, die dorthin geführt haben und die dann begonnen haben, auf die Strukturen der politischen Systeme einzuwirken. Eine wichtige Rolle hat dabei einerseits Großbritannien gespielt, wo es schon sehr frühzeitig Parlamente, funktionierende Parlamente gegeben hat. Eine wichtige Rolle hat die amerikanische Unabhängigkeitserklärung gespielt und eine besonders wichtige Rolle die Französische Revolution. In den Dokumenten, vor allem der Französischen Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ist eben der Satz, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, ein Leitsatz. Und in der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen ist es, wie ich meine, natürlich aufbauend auf den genannten, besonders schön formuliert, was heißt, alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren und haben einander im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen. Der Satz hat mir so gefallen, dass ich ihn als Nationalratspräsident wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über dem Haupteingang zum Parlament in Stein habe meißeln lassen auf der Ringstraßenseite. Weil jeder, der ins Parlament geht, der soll an diesem Satz vorbeigehen, dass alle Menschen gleich an Rechten und Würde geboren sind und einander im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen haben. In Österreich
und wir konzentrieren uns ja auf das österreichische politische System, ist die konstitutionelle Monarchie als Nachfolge und Höherentwicklung der absoluten Monarchie eigentlich auch eine Spätfolge der Französischen Revolution, die natürlich auch auf das Denken in Österreich und in der österreichischen Monarchie starken Einfluss gehabt hat, eine Spätfolge der Französischen Revolution und eine direkte Folge der Revolution des Jahres 1848. Also Entwicklungsphase praktischer Natur war vor allem die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man kann ja sagen und muss sagen, dass die Revolution des Jahres 1848 eigentlich gescheitert ist. Sie ist letztlich niedergeschlagen worden, aber nur mit Mühe und nicht ohne, dass zugelassen wurde, die Konstituierung des sogenannten Kremsierer Reichstages, also einer parlamentarischen Körperschaft, stark beeinflusst von der Versammlung in der Frankfurter Paulskirche. Und diese Versammlung hat eben nicht in Wien stattgefunden, sondern in Kremsier und nicht im Revolutionsjahr 1848, obwohl dort der Ansatz und Anfang lag, sondern vor allem im Jahr 1949. Und die Beschlüsse des Kremsierer Reichstags sind zu einem großen Teil wieder zurückgedrängt und eingegraben worden, mit Ausnahme der Beschlüsse zur Bauernbefreiung. Und daher hat der Kremsierer Reichstag und der Name des Abgeordneten Kudlich, der diese Idee der Bauernbefreiung forciert hat, so große Bedeutung. Und es hat ihm einen ausformulierten Verfassungsentwurf gegeben, der dann bald darauf widerrufen wurde. Aber die Entwicklung war nicht mehr zu bremsen. Auch der Widerruf von 1848 musste widerrufen werden gewissermaßen. Es folgte das Weber-Patent von 1861 und vor allem die Staatsgrundgesetze vom 21. Dezember 1867, zeitgleich mit der Regelung des Verhältnisses mit Ungarn. Also ab 1867 gab es die österreichisch-ungarische Monarchie und ab 1867 gab es Staatsgrundgesetze, von denen ein sehr, sehr guter Teil heute noch in Gültigkeit steht. Und Österreich hat sich zur konstitutionellen Monarchie gewählt, wobei der österreichische Reichsrat in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein Zweikammersystem war. Der Reichsrat hat sich zusammengesetzt aus dem Abgeordnetenhaus, das gewählt wurde, und dem Herrenhaus, das ernannt wurde. Und das gewählte Abgeordnetenhaus ist wiederum nicht gewählt worden nach heutigen Wahlrechtskriterien, sondern nach einem Kurienwahlrecht und vor allem nach einem nicht allgemeinen Wahlrecht und vor allem auch ohne Frauenwahlrecht. Und die nachfolgenden Jahrzehnte sind dann stark im Zeichen des Kampfes um das Wahlrecht gestanden. Und die wichtigsten Etappen waren Ende des 19. Jahrhunderts noch die Einführung der fünften Kurie, aber immer noch ein Kurienwahlrecht. Im Jahr 1907 die große Wahlrechtsreform, die das Kurienwahlrecht überholt hat und das allgemeine Wahlrecht und gleiche Wahlrecht für Männer gebracht hat. Das war jene Wahlrechtsreform von 1907, aufgrund der dann die sozialdemokratische und auch die christlich-soziale Partei massenhaft ins Parlament Eingang gefunden hat, wie zum Beispiel Karl Renner, der zum ersten Mal 1907 als 37-Jähriger in das Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Und dieser Prozess wurde abgeschlossen 1918, schon nach dem Zusammenbruch der Monarchie durch die Einführung des Frauenwahlrechts. Also man kann sagen, in der Monarchie, in den letzten Jahrzehnten der Monarchie, ist das Wahlrecht etappenweise verbessert und mehr Gleichheit geschaffen wurde. Aber den letzten Schritt, nämlich
die zweite Hälfte der Bevölkerung, die Frauen, in das Wahlrecht hineinzunehmen oder nicht mehr auszuschließen, diese letzte Etappe ist nicht mehr in der Monarchie, sondern erst in den ersten Tagen der Republik, Ende 1918, gesetzt worden. Also, mit einem Wort, die Vollendung der Bemühungen um ein allgemeines gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen ist dem 19. Jahrhundert nicht mehr geglückt, ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts in vielen europäischen Staaten, nicht nur in Österreich, und ist in Österreich durch das Frauenwahlrecht im Dezember 1918 geschaffen worden. Alle diese Entwicklungen und vor allem der Zusammenbruch der Monarchie haben natürlich nicht im luftleeren Raum stattgefunden und waren natürlich nicht nur das Resultat, dass es gescheite und kluge und gerechte Menschen gegeben hat, die gesagt haben, ja Freunde, wir müssen doch ein besseres politisches System schaffen, wir können doch nicht zuschauen, dass es kein allgemeines gleiches Wahlrecht gibt und wir können doch nicht verantworten, dass die Frauen kein Stimmrecht haben etc. So spielt sich Politik leider nicht ab, sondern es waren handfeste, ökonomische, politische und ganz besonders militärische Entwicklungen, die maßgeblich waren für diese Umwälzungen. Und es waren natürlich Umwälzungen. Also ganz konkret gesprochen, in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts haben zwei große neue politische Bewegungen die Bühne betreten. Die Sozialdemokratische Partei, deren Gründungsdatum der sogenannte Heinfelder Parteitag von 1889 war, wo Viktor Adler eine Führungsfigur dargestellt hat, der zerstrittene und untereinander rivalisierende Gruppen der Arbeiterbewegung vereinigt hat, und auch die christlich-soziale Bewegung auf der anderen Seite hat die bis dahin vorherrschenden Kräfte, nämlich die Liberalen und die Deutschnationalen, in den Hintergrund gedrängt. Und während die Ministerpräsidenten der 60er und 70er Jahre eben entweder nationale oder liberale Politiker waren, waren dann am Beginn des 20. Jahrhunderts schon Christdemokraten wie zum Beispiel Bürgermeister Lueger oder Kunschak oder Sozialdemokraten wie Viktor Adl oder Karl Renner im Vordergrund und haben auch die entscheidende Rolle gespielt beim Übergang von der Monarchie zur Republik. Kaiser Franz Josef ist 1916 verstorben, wie wir wissen. Sein Nachfolger war relativ jung und unerfahren und seine Berater waren in einer ganz schwierigen Situation. Nämlich, oft stellt sich ja heraus, wenn man in einer solchen Stresssituation, auch wenn ein Staat im Stress ist, wenn man den ersten Schritt setzt des Nachgebens, wird das als Schwäche empfunden und man kommt auf eine schiefe Ebene und kann die Dinge nicht mehr aufhalten. Das können Sie an Dutzenden Beispielen beobachten. Für mich war ein Lehrbeispiel auch zum Beispiel der Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Europa 1989, wo das Nachgeben der SED-Führung dazu geführt hat, dass der Druck immer größer geworden ist und dann ist eigentlich durch ein Missverständnis des Grabowski, wie Sie wissen, der Fall des Eisernen Vorhangs oder der Berliner Mauer nicht mehr dementiert worden und dann sind die Leute einfach drüber marschiert und die Geschichte ist hinweggegangen über die handelnden Personen. Und manchmal versucht man es umgekehrt mit besonderer Härte und besonderer Brutalität eine solche Entwicklung aufzuhalten und das kann Erfolg haben.
oder es kann zu besonders schlimmen Blutvergießen und Auseinandersetzungen führen. Also der Machtwechsel, das Kippen einer vorherrschenden Macht ist politwissenschaftlich und soziologisch eine besonders spannende Phase in einer historischen Entwicklung. Der Kaiser Karl wollte nicht auf die Monarchie verzichten, er wollte auch nicht abdanken, aber er hat gewusst, der Status quo ist nicht aufrechterhaltbar. Und daher hat er am 30. Oktober 1918 dieses Manifest an meine Völker erlassen, wo er erklärt hat, er verzichtet ab sofort auf jede Anteilnahme an den Staatsgeschäften. Also so quasi, er möchte Kaiser bleiben, Österreich soll eine Monarchie bleiben, aber er mischt sich in die Politik nicht mehr ein. Und das hat nicht funktioniert. Das war nicht gedacht als Beendigung der Monarchie, es war auch nicht gedacht als Abdankung, aber es hat genau diese Wirkung gehabt. Und wenige Tage später, am 12. November 1918, ist die Republik erklärt worden. Das heißt, der Kaiser hat nicht nur auf alle Anteile an den Regierungsgeschäften verzichtet, sondern er war gar nicht mehr Kaiser und es hat auch keine Monarchie mehr gegeben. Und dieses Datum, 12. November 1918, ist eines, das sich in 2 Jahren zum 100. Mal jähren wird. Also am 12. November 2018 wird die Republik Österreich ihren 100. Geburtstag feiern. Und man wird das als Anlass nehmen, auf diese 100 Jahre zurückzublicken. Ich glaube, dass diese Einleitung nützlich ist und auch noch eine zweite, längere Einleitung nützlich sein wird, weil ich der Meinung bin, dass man das politische System der Zweiten Republik, und das sind jetzt immerhin 71 Jahre, dass man das politische System der Zweiten Republik nur verstehen kann, wenn man sich genau mit der Ersten Republik und den Fehlern und Fehlentwicklungen der Ersten Republik beschäftigt. Und wenn man die Erste Republik kennt oder wenn man sich damit beschäftigt hat und weiß, was da abgelaufen ist, dann springt einem geradezu ins Auge, wie sehr die Gründungsväter und Mütter der Zweiten Republik diese Fehler im Auge hatten und vermeiden wollten bei Gründung der Zweiten Republik. Denn die Erste Republik hat ja letztlich nur 20 Jahre gedauert, von 1918 bis 1938. Die einzelnen Phasen kann man sich sehr genau anschauen. Da gibt es sehr viel Literatur, da gibt es sehr viel Memoiren, da gibt es sehr viel Analysen, Bücher. Und die Zweite Republik ist ein Gegenmodell zur Ersten Republik, obwohl die Verfassung der Zweiten Republik mit der Verfassung der Ersten Republik inklusive Verfassungsreform 1929 sehr, sehr viel gemeinsam hat. Und es zeigt sich eben, und das finde ich sehr interessant, dass man bei gleicher Verfassungslage diese Verfassung unterschiedlich leben kann oder unterschiedliche Realitäten und unterschiedliche politische Kultur entwickeln kann, ohne dass es notwendigerweise grundlegender Veränderungen in der Verfassung bedarf. Dieser Satz, dass sich die Entwicklung eines politischen Systems nicht im luftleeren Raum abspielt, der ist mir wichtig und der, glaube ich, hilft uns auch sehr. Was mir auch aufgefallen ist, ist, wie groß und wie fundamental der Unterschied zwischen einer Monarchie und einer Republik ist und andererseits, wie viele sich aber im Jahr 1918 oder beim Übergang von Monarchie zur Republik nicht verändert hat. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel geben. Ich habe in den 60er Jahren
einen Kommentar zur Geschäftsordnung des österreichischen Nationalrats geschrieben, weil es bis 1968, seit 1918, keinen Kommentar zur Geschäftsordnung des Parlaments gegeben hat. Was in allen anderen Parlamenten selbstverständlich ist, dass ein neu gewählter Präsident sagt, gibt es mal einen Kommentar, ich muss mich da einlesen, ich muss nachschauen, wie die Entscheidungen fallen und so weiter. Und ich habe damals mit dem damaligen Parlamentsdirektor Czerny einen solchen Kommentar geschrieben und wir haben uns natürlich daher auch die Entscheidungen der Präsidenten in der Monarchie und alles sehr genau angeschaut und überhaupt das Funktionieren des parlamentarischen Betriebs in der Monarchie. Und man hat ja nach 1918 intensiv an einer neuen Verfassung gearbeitet. Das ist dann die Bundesverfassung BVG 1920 vom 1. Oktober 1920 geworden. Eine nagelneue, gute, von mir sehr bewunderte Verfassung. Aber man hat für vieles andere keine Zeit gehabt. Man hat zum Beispiel keine neue Geschäftsordnung für den neuen Nationalrat geschrieben, sondern man hat die Geschäftsordnung des alten Abgeordnetenhauses, die im Wesentlichen schon aus dem 19. Jahrhundert war, genommen und überall, wo Abgeordnetenhaus gestanden ist, hat man geschrieben Nationalrat und überall, wo Präsident des Abgeordnetenhauses gestanden ist, hat man geschrieben Präsident des Nationalrats und an ein, zwei Stellen, wo seine allerhöchste Majestät irgendwas getan hat und einberufen hat, hat man Bundespräsident geschrieben. Aber ansonsten hat man in den 20er Jahren in der ganzen Ersten Republik quasi eine monarchische Geschäftsordnung gehabt. Mit einer Terminologie aus der Zeit nach 1918. Und das Lustigste war, oder Traurigste, dann ist das Jahr 33 gekommen und der Nationalrat hat aufgehört zu existieren und es war Diktatur und Österreich hat aufgehört zu existieren und war ein Teil des Deutschen Reichs. Und dann ist im November 1945, ich werde darauf später zu sprechen kommen, wieder ein Nationalrat gewählt worden und man hat wieder die alte Geschäftsordnung ausgegraben. Das heißt, es hat noch am Beginn der Zweiten Republik eine Geschäftsordnung gegeben, wo ganze Sätze wortident waren mit früher. Also diese Tatsache, wie sehr man eine Staatsordnung umwälzen kann, und dabei doch unglaublich vieles aus früheren Perioden übernimmt, das ist mir persönlich so ganz besonders bewusst geworden beim Studium der politischen Parteien. Wenn ich jetzt ein bisschen auf die Situation in der Ersten Republik eingehe, muss ich auch noch etwas sagen. Die Hauptprotagonisten im politischen System der Ersten Republik waren, wie schon erwähnt, christlich-soziale und Sozialdemokraten. Dazugekommen ist die Deutschnationale oder die Großdeutschen und etwas später als vierte Partei noch der sogenannte Landbund. Es hat dann noch einzelne Absplitterungen und so weiter gegeben. Aber in der Ersten Republik war das im Wesentlichen ein Drei-Parteien-System und zeitweise ein Vier-Parteien-System. Freunde aus Deutschland haben mich einmal, wie ich Clubobmann im Parlament, gefragt, du sag einmal, wieso heißen die Parlamentsfraktionen, wieso hast du nicht Fraktionsvorsitzender, wieso heißt du Clubobmann? War ja ein bisschen perplex über diese Frage und hab dann nachgeforscht und die Antwort war wiederum in einer ähnlichen Richtung, denn ursprünglich im Reichsrat waren die Herren und Damen hat es ja keine gegeben, Abgeordneten, entweder ernannte Adelige oder ernannte Bischöfe oder ernannte Großgrundbesitzer oder im Abgeordnetenhaus gewählte Liberale und Deutschnationale. Aber
sie waren in erster Linie nicht gegliedert, das ist eine Bischofsfraktion oder eine Adelsfraktion oder eine liberale Fraktion gegeben hätte, sondern sie waren vor allem gegliedert nach Nationalitäten. Ein Hauptstreit der politischen Debatten war zwischen Deutschen und Tschechen oder zwischen Deutschen und Polen oder zwischen Polen und Ruthenen und so weiter. Und daher haben sich diese Nationalitäten in Clubs organisiert. Der Club, der Tschechenclub, der Polenclub. Und diese Bezeichnung einer Fraktion im Parlament oder einer Zusammenfassung einer Fraktion mit Club hat sich im österreichischen Nationalrat fortgepflanzt in der Zeit, wo es keinen Polenclub und keinen Tschechenclub und so weiter gegeben hat, aber es haben halt dann die christlich-sozialer Club und sozialdemokratischer Club geheißen, und im 21. Jahrhundert haben wir immer noch Clubs, den Club der SPÖ, den Club der Freiheitlichen, den Club, den, wie heißt der, der kanadische Milliardär, der Stronach, den Club der Abgeordneten vom Stronach. Dieses Relikt aus der Monarchie prägt heute noch die Namen der parlamentarischen Fraktionen. Der alte Reichsrat ist ja zuletzt gewählt worden, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Jahr 1911. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen. Da hat es lange Zeit keine Sitzungen gegeben, auch keine Neuwahlen. Da ist mit Notverordnungen regiert worden. Und dann ist das Jahr 1918 gekommen. Und die Bildung einer parlamentarischen Körperschaft im Jahr 1918 hat so stattgefunden, dass sich die deutschsprachigen Abgeordneten, die 1911 ins Abgeordnetenhaus gewählt wurden, zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir sind jetzt die provisorische Nationalversammlung, die gesetzgebende Gewalt in der Republik übernimmt. Und da war eben eine der ersten Handlungen, das Frauenwahlrecht einzuführen. Da war eine der ersten Handlungen der Beschluss über die Gründung der Republik Deutsch-Österreich, wie sie ursprünglich geheißen hat. Und da war eine der ersten Handlungen der Beschluss im Februar, glaube ich, 1919, Wahlen, ja, am 16. Februar 1919, Wahlen abzuhalten. Das waren die ersten freien Wahlen für Männer und Frauen auf der Basis allgemeinen gleichen Wahlrechts in der Zeit der Republik, nämlich im Februar 1919. Bei diesen Wahlen haben die Sozialdemokraten 72 Mandate bekommen, die Christlich-Sozialen 69, die Deutschnationalen 27 und sonstige 2. Das hat in Summe 170 Mandate, 170 Abgeordnete gemacht, die in der konstituierenden Nationalversammlung vertreten waren. Und als Staatsoberhaupt oder bei der Frage, wie man in Bezug auf mit dem Staatsoberhaupt umgeht, das habe ich ja gestern ausführlich geschildert, dass es große Angst gegeben hat, wenn man jetzt einen Präsidenten und womöglich einen starken Präsidenten in schwierigen Zeiten wählt, dass früher oder später da eine Restauration, also wieder die Etablierung eines monarchischen Systems stattfindet. Darum hat man den Vorsitzenden dieser Gruppe oder einen Vorsitzenden in dieser Gruppe gewählt für die provisorische Nationalversammlung und gesagt, er soll auch Funktionen eines Staatsoberhaupts ausüben, aber er durfte nicht einmal den Titel Bundespräsident tragen. Und dann ist die Arbeit an der Bundesverfassung in Angriff genommen worden. Österreich hat eine Bundesverfassung gebraucht. Mit der Verfassung
konnte man es nicht ganz so machen wie bei der Geschäftsordnung, überall dort, wo der Kaiser genannt war, also Präsident schreiben und so. Das wäre nicht möglich gewesen, sondern es haben die intensiven und schwierigen Arbeiten an einer Verfassung begonnen. Und ich glaube, es hat, und ich weiß es, mehr als ein Dutzend Verfassungsentwürfe gegeben damals, weil nicht nur der Hans Kelsen im Auftrag von Renner und anderen an einer Verfassung gebastelt hat oder gearbeitet hat, sondern auch die einzelnen Parteien. Es hat auch einen christdemokratischen Verfassungsentwurf und einen sozialdemokratischen und einen großdeutschen Verfassungsentwurf gegeben. Es hat Verfassungsentwürfe einzelner Bundesländer gegeben und es hat Verfassungswürfe von Privatgelehrten oder von einzelnen Abgeordneten oder Abgeordnetengruppen gegeben. Professor Hans Kelsen, den ich noch kennengelernt habe und den ich einmal in seiner Heimat in Kalifornien, wo er gelebt hat, besucht hat und der auch einmal in Österreich eine Woche auf Besuch war, und ich hatte damals die schöne Aufgabe, ihn diese ganze Woche lang bei all seinen Terminen zu begleiten, hat mir erzählt, dass er, ich glaube im Jahr 1919 oder wann, einen halbrunden Geburtstag hatte und sein Bruder hat ihm ein Türtafferl für seine Wohnung geschenkt und da ist drauf gestanden: Professor Hans Kelsen, Verfassungsmacher. So wie Schuhmacher oder Kleidermacher ist der Hans Kelsen von seinem Bruder als Verfassungsmacher empfunden worden. Aber die Tschechen haben nicht die Kelsen-Verfassung, er hat ja von den Tschechen einen Auftrag gehabt, auch eine tschechische Verfassung zu machen. Und die haben dann aber einen Verfassungsentwurf von Masaryk vorgezogen und daher ist letztlich nur eine authentische kelsensche Verfassung für die Geschichte und für die Republik Österreich erhalten geblieben. Natürlich hat es eine Menge sensible Punkte gegeben für das politische System Österreichs. Wie sollen bestimmte grundlegende Fragen für das politische System Österreichs, für die Zukunft des politischen Systems entschieden werden? Die erste Frage war, ich tue das jetzt nicht nach der Wichtigkeit, sondern nur, weil es mich gestern intensiv beschäftigt hat: Wie soll die Rolle des Bundespräsidenten gestaltet werden? Da hat es alle möglichen Vorschläge gegeben. Die Bundesländer haben damals vorgeschlagen, die Landeshauptleute sollen rotierend die Funktion des Staatsoberhauptes übernehmen. In den großdeutschen Entwürfen war ein stärkerer Bundespräsident vorgeschlagen. Die Sozialdemokraten haben die schwächste Rolle des Bundespräsidenten gewünscht. Die Christdemokraten, Christlich-Sozialen, sind ein bisschen in der Mitte gelegen. Und das Resultat kennen Sie alle. Der Bundespräsident des Jahres 1920, als solcher wurde dann Michael Heinisch gewählt, hat im europäischen Vergleich eine schwache Stellung gehabt. Er wurde nicht vom Volk gewählt, sondern von der Bundesversammlung. Seine Amtsperiode war 4 Jahre. Er hatte keinen Einfluss auf die Bildung der Bundesregierung durch irgendeine Ernennung, denn die Bundesregierung sollte über Vorschlag des Hauptausschusses vom Nationalrat gewählt werden. Also die Stellung des Bundespräsidenten war ziemlich schwach und die Sozialdemokraten haben sich mit dieser Philosophie eines schwachen Bundespräsidenten durchgesetzt. Dann war die berühmte Streitfrage Zentralismus oder Föderalismus. Es ist bis heute eine Streitfrage geblieben, wie viel Zentralismus und wie viel Föderalismus. Ich glaube, ganz neutral muss man sagen, dass die Verfassung scheinbar ein bisschen eher sich dem Gedanken des Zentralismus angenähert hat. Und zwar vor allem deshalb, weil die Kompetenzen der Länder taxativ aufgezählt sind in den Artikeln 10 bis 15 der Bundesverfassung.
aber die Generalklausel zugunsten des Bundes abgestellt. Alles, was nicht Ländersache, alles, was nicht aufgezählt als Ländersache ist, ist Bundessache. Was sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, ist wiederum, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern wurde in den letzten, sage ich einmal, 50 Jahren in der Zweiten Republik nicht grundlegend geändert. Und dennoch hat sich eindeutig eine Verschiebung vom Vormacht des Bundes zu einer stärkeren Stellung der Länder herauskristallisiert. Das hat eine Vielzahl von Ursachen. Das hat Ursachen, die im Parteiensystem gelegen sind. Das hat zum Teil finanzielle Ursachen. Das hat Ursachen, weil die Stellung des Landeshauptmannes anders geregelt ist als die Stellung des Bundeskanzlers und so weiter. Aber ich will nur sagen, obwohl am Verhältnis zwischen Bund und Ländern rein legistisch, ich kann nicht sagen nichts, aber nur wenig geändert wurde, hat es hier eine Kräfteverschiebung gegeben. Eine besondere Streitfrage war auch die Stellung der Bundeshauptstadt Wien, weil da so ein eklatanter politischer Gegensatz war. Die Regionen ohne Wien hatten eine eindeutig bürgerliche Vormacht. Die Bundeshauptstadt Wien hatte eine eindeutige sozialdemokratische Vormacht. Daher war in der Verfassungsdiskussion die Tendenz, von der rechten Seite Wien möglichst schwach zu stellen, von der linken Seite Wien möglichst stark zu stellen. Komplizierter noch ist es geworden dadurch, dass zunächst ja nur 7 Bundesländer existiert haben, weil Wien und Niederösterreich ein gemeinsames waren und Burgenland noch nicht bei Österreich war. Burgenland ist ja erst 1920 zu Österreich gekommen nach der Volksabstimmung und die Trennung von Wien und Niederösterreich ist erst Anfang der 20er Jahre beschlossen worden. Aber auch die Stellung Wiens war immer umstritten in der Ersten Republik, hat auch in den Jahren 33 und 34 eine Rolle gespielt. Ganz wichtig ist, dass die österreichische Verfassung die erste in Europa war, die einen Verfassungsgerichtshof im modernen Sinn und mit jenen Aufgaben, die ein moderner Verfassungsgerichtshof hat, eingeführt hat. Das war eine wirkliche Pioniertat Kelsens. Der deutsche Verfassungsgerichtshof und die anderen, heute hat ja jede Demokratie in Europa einen Verfassungsgerichtshof und streitet oft mit dem Verfassungsgerichtshof. Österreich hat da eine wirkliche Pionierrolle bei der Schaffung des Verfassungsgerichtshofs gehabt und natürlich war auch die Frage des Wahlrechts umstritten. Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht. Im Abgeordnetenhaus des Reichsrats hat es ein Mehrheitswahlrecht gegeben, aber in das Bundesverfassungsgesetz von 1920 ist in Österreich ein Verhältniswahlrecht geschaffen worden, auf der Basis allgemeines gleiches Wahlrecht, aber es hat eine Besonderheit gegeben, an die Sie sich vielleicht nicht mehr erinnern werden, weil sie dann in den 70er Jahren beseitigt wurde. Die Aufteilung der Mandate auf die damals 25 Wahlkreise erfolgte nicht nach der Zahl der Wähler in den einzelnen Wahlkreisen oder der Wahlberechtigten, sondern nach der sogenannten Bürgerzahl, also nach der Zahl der Einwohner. Und wenn es zum Beispiel in den Bezirken Otterkring und Favoriten 100.000 Wähler gegeben hat und im Mühlviertel und im Weinviertel auch 100.000 Wähler, dann haben doch die Mühlviertler und Weinviertler für diese 100.000 Wähler mehr Mandate gehabt als Otterkring und Favoriten bei gleicher Zahl der Wahlberechtigten, weil die bevölkerungsreichen ländlichen Gebiete, die Bauern mit den vielen Kindern, haben vielleicht bei 100.000 Wählern 150.000 Einwohner gehabt und die anderen haben bei 100.000 Wählern, sage ich jetzt einmal, 130.000 Hausnummer gehabt.
Und da die Mandate auf die Wahlkreise nicht nach der Zahl der Wahlberechtigten, sondern nach der Einwohnerzahl, also unter Einschluss der Kinder, verteilt wurden, waren die kinderreichen Gebiete, ist gleich die bäuerlichen, die ländlichen Gebiete bevorzugt. Und das hat dazu geführt, dass immer die Sozialdemokraten für ein Mandat mehr Stimmen gebraucht haben als die Christlich-Sozialen oder die ÖVP. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass, wenn Sie sich die Statistiken anschauen, im Jahr 1953 war die Sozialdemokratische Partei bei den Nationalratswahlen die stimmenstärkste Partei, aber die Österreichische Volkspartei hat mehr Mandate gehabt. Und das Gleiche ist gewesen im Jahr 1959. Da war auch die Sozialdemokratie die stimmenstärkste Partei und die Österreichische Volkspartei hatte mehr Mandate. Und die zweite Verschiebung war, dass das Grundmandat dazu geführt hat, dass unter Umständen Stimmen für eine Partei abgegeben wurden, die dann keine Mandate gekriegt haben. Und da war es vor allem die FPÖ und die KPÖ als kleinere Parteien, die da in manchen Wahlkreisen benachteiligt wurde. Und ich greife jetzt weit vor, aber die Tatsache, dass sich im Jahr 1970 die Freiheitlichen und die Sozialdemokraten, sprich Friedrich Peter und Bruno Kreisky, auf eine Wahlrechtsreform geeinigt haben, bei der das Grundmandat abgeschafft wurde und stattdessen eine 4%-Klausel eingeführt wurde und bei der große Wahlkreise gebildet wurden, damit sich die Verhältnisse zwischen Stadt und Land innerhalb eines Wahlkreises ausgleichen können, da hat es diese Interessensgemeinschaft zwischen SPÖ und FPÖ gegeben. Die haben mit Stimmenmehrheit diese Wahlrechtsreform beschlossen. Und im Gegenzug hat die FPÖ dem Kreisky eine Galgenfrist oder eine Atempause von 1 bis 1,5 Jahren für eine Minderheitsregierung eingeräumt. So, ich habe nicht vergessen, auf die Uhr zu schauen. Es ist jetzt 16 Uhr. Wenn Sie einverstanden sind, machen wir, wie lang? 15 Minuten? Machen wir 15 Minuten Pause und treffen uns pünktlich um 16.15 Uhr. Dankeschön. So, ich glaube, wir können weitermachen. Bevor ich Sie einlade, Fragen zu stellen, muss ich etwas korrigieren, wo ich zwei Dinge verwechselt habe, nämlich bei der Aufzählung der Kompetenzbestimmungen in den Artikeln 10 bis 15 der Bundesverfassung ist es so, dass die Befugnisse des Bundes taxativ und ausführlich aufgezählt sind und der Verweis alles andere gehört, der ist auf die Länder abgestellt und ich glaube, ich habe es umgekehrt gesagt und es hat mich jemand dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht. Bitte, wer möchte was ergänzen, fragen, korrigieren? Ich drehe mich um, wenn es. Bitte, ja? Ist es erlaubt, noch eine Frage zu Ihrer Antrittsvorlesung von gestern zu stellen? Alles ist erlaubt. Sie haben gestern erwähnt, dass 1929 in der Verfassung geändert wurde, die vorher 4 Jahre der Präsidentschaft auf 2x6 Jahre. Sie haben dann auch sehr ausführlich erwähnt, was mir selber natürlich auch über die Jahre aufgefallen ist, dass es immer wieder Bestrebungen gab, überhaupt das Amt des Bundespräsidenten abzuschaffen. Gab es aber denn nie Anträge von Parteien, dass man überhaupt diese 2 Jahre fallen lässt? Dass es vielleicht eine dritte Periode gibt oder dass ein Bundespräsident so oft antreten kann, wie er möchte? Warum ist diese Beschränkung von diesen 2 Perioden einfach nie aufgehoben worden? Die Frage ist dahingehend zu beantworten, dass mir kein Antrag bekannt ist und mit Sicherheit in der Zweiten Republik auch keiner gestellt wurde, die
Befristung der Amtszeit des Bundespräsidenten auf maximal 12 Jahre in ununterbrochener Reihenfolge abzuschaffen. Denn es ist ja so, der Bundespräsident hat eine Beschränkung seiner Amtszeit auf 2 Amtsperioden in ununterbrochener Folge. Theoretisch könnte jemand mit 40 Jahren zum Bundespräsidenten gewählt werden. Klammer, war noch nie der Fall, hat auch noch nie einen Bundespräsidenten gegeben, der zum Zeitpunkt seiner Wahl unter 50 Jahre war. Aber theoretisch wäre es möglich, dass der mit 40 gewählt wird, 6 Jahre im Amt bleibt, bis 46. Dann wird ein anderer gewählt, dann ist er 52. Und dann kann er wieder gewählt werden und ist 58 und kann noch einmal wieder gewählt werden und ist dann 64. Also es darf nie mehr als 2 Amtsperioden in ununterbrochener Reihenfolge geben. Aber es wäre theoretisch möglich, 2 Amtsperioden zu machen, dann auszusetzen und dann noch einmal gewählt zu werden, obwohl das in der Praxis noch nie vorgekommen ist. Und die Begründung ist die, dass man eben an der Spitze des Staates Anführungszeichen monarchistische Tendenzen oder Charakteristika einer Monarchie, nämlich immer der gleiche Bundespräsident allzu lange das gleiche Staatsoberhaupt verhindern wollte. Das war das Anliegen der Sozialdemokratie, vor allem bei der Verfassung 1920, ist aber von den anderen Parteien hingenommen worden, weil sie gefunden haben, 12 Jahre sind eh sehr lang und es gibt keinen ernsten Vorstoß in der Richtung. Ich habe mich einmal, muss ich zugeben, geäußert vor vielen Jahren, ob es nicht gescheiter wäre, statt 2x6 Jahre nur eine, aber dafür länger als 6-jährige Amtsperiode zu machen. Und zwar deshalb, weil es irgendwie unangenehm ist oder nicht ganz problemlos ist, Bundespräsident zu sein, einerseits mit allen Rechten und Pflichten und gleichzeitig einen Wahlkampf zu führen. Man kann zum ersten Mal für das Amt des Bundespräsidenten antreten als Nationalratspräsident, als Minister, als Landeshauptmann. Gleißner war ein Landeshauptmann, Körner war ein Landeshauptmann, Hofer ist ein dritter Nationalratspräsident, ich war ein Nationalratspräsident, Frau Ferrero-Waldner war eine Ministerin. Aber wenn man dann für eine Wiederwahl antritt, dann ist man gleichzeitig Wahlkämpfer und Staatsoberhaupt. Und das geht, wie man sieht, aber es ist nicht ganz unproblematisch. Also der Herr hat es Überlegungen gegeben, ich war nicht der Einzige zu sagen, na wählen wir, der Rechnungshofpräsident wird für einmal auf 12 Jahre gewählt. Kann nicht wiedergewählt werden nach den 12 Jahren. Hat man gesagt, machen wir es doch beim Bundespräsident ähnlich wie beim Rechnungshofpräsident, vielleicht ein bisschen kürzer, einmal 8 Jahre, 10 Jahre, aber keine Wiederwahl. Aber das ist nicht aufgegriffen worden. Aber die Frage, wie gesagt, dass nach 2 Amtsperioden und 12 Jahren Schluss sein soll, das ist unbestritten. Nächste Frage, bitte. Entschuldigung, das Mikrofon bitte. Oder hätte ein Bundespräsident, der seine gesamte verfassungsmäßige Macht ausgeübt hätte, die Ereignisse des Jahres 1933 oder 1938 verhindern können? Das ist eine sehr interessante Frage und natürlich eine oft gestellte Frage und in der Literatur zu diesem Jahr 33, 34 wird das oft angeschnitten. Tatsache ist, dass der Bundespräsident im Jahr 33 Grund genug gehabt hätte, einer Regierung zu sagen, wenn ihr diese Politik des Ausschaltens des Parlaments mit Hilfe von Polizei, die man ins Parlament geschickt hat, damit dort nichts passieren kann, wenn ihr die nicht ändert, dann entlasse ich die Bundesregierung.
Das hätte der Bundespräsident tun können und ich glaube, bei einer wirklich wertneutralen, objektiven, strengen Betrachtung hätte er sogar tun müssen. Und ich habe ja gestern darauf hingewiesen, dass der Bundespräsident Miklas, der meines Wissens im Jahr 1954, jedenfalls in den 50er Jahren verstorben ist, Memoiren oder Notizen hinterlassen hat, in denen er sein Entsetzen über die Vorgänge im Jahr 1933 ausgedrückt hat und gesagt hat, zuerst die Ausschaltung des Parlaments, des Nationalrats, jetzt noch die Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofs, der letzten Stütze des demokratischen Rechtsstaats. Wie soll das ein christliches Gewissen aushalten, hat er notiert. Aber die Umstände waren scheinbar so, dass er es nicht gewagt hat, die Regierung zu entlassen oder die Angst gehabt hat, wenn er die Regierung entlasst, wird die Reaktion sein, dass die Regierung erst recht die Verfassung bricht und die ganze Macht übernimmt und das Amt des Bundespräsidenten beiseite schiebt und noch totalitärer oder noch autoritärer reagiert. Und das lässt sich natürlich nicht abschätzen. Ich kann es nicht beantworten, es kann niemand beantworten, ob die Entlassung des Bundeskanzlers Dollfuß und seiner Regierung im Jahr 1933 dazu geführt hätte, dass ein versöhnlicherer oder ein irgendwie ein bisschen mehr auf Ausgleich bedachter Bundeskanzler an die Macht gekommen wäre und das getan hätte, worüber ja schon im Jahr 1930 nach der, oder war es die Wahl, 30 oder 31, nach dieser letzten Parlamentswahl diskutiert wurde, ob man nicht doch eine große Koalition versuchen soll. Also wenn Miklas die Regierung entlassen hätte, hätte es passieren können, dass er die Krise noch beschleunigt hätte, dass das Ende der Demokratie noch ein radikaleres und vielleicht ein noch blutigeres gewesen wäre, eine Variante. Und die andere Variante, dass er jemand an die Funktion des Bundeskanzlers gebracht hätte, der gesagt hätte, so geht es nicht weiter. Wir arbeiten ja nur dem Hitler und den Nationalsozialisten in die Arme. Immerhin ist Hitler seit Jänner 1933 deutscher Reichskanzler gewesen. Versuchen wir, ob wir nicht mit gemäßigten Sozialdemokraten wie dem Karl Renner und anderen eine Koalition machen können. Und das hätte dann schon eine andere Wende bringen können. Ob das allerdings dann den gewaltsamen Anschluss an Hitler-Deutschland einige Jahre später verhindert hätte, ist wieder eine andere Frage. Weil das, was sich im Jahr 1938 ereignet hat, war ja, dass Hitler den österreichischen Bundeskanzler, zu diesem Zeitpunkt war das Kurt Schuschnigg, im Februar nach Deutschland zitiert hat und ihm quasi ein Ultimatum gestellt hat. Er muss die Regierung umbilden, er muss den Seyss-Inquart zum Bundeskanzler machen. Wenn jetzt im Jahr 1933 diese Ausschaltung des Parlaments verhindert worden wäre und sich ein Bundeskanzler an der Macht befunden hätte, der stärker und anerkannter gewesen wäre, als es Schuschnigg war, der ja doch nur das halbe Volk bestenfalls hinter sich hatte, ob dann Hitler auf diesen Plan der Annexion Österreichs verzichtet hätte oder ob er es heute erst recht und noch brutaler durchgesetzt hätte, das ist auch eine Frage, die man nicht mit wissenschaftlichen Argumenten beantworten, sondern wo man nur sich so und so äußern könnte. Ich glaube, dass Österreich so oder so zu schwach war, Hitler aufzuhalten. Aber die 33er Verfassungswidrigkeit wäre noch zu reparieren gewesen. Der Bundespräsident hat die Macht, nachdem Schuschnigg zurückgetreten ist, hat der Bundespräsident und die deutschen Soldaten schon
an der Grenze gestanden sind und am Polizeihauptquartier in Wien schon Hakenkreuzfahnen gehangen sind am 11., die haben ja gar nicht gewartet, bis am 12. die um 4 Uhr früh die deutsche Wehrmacht einmarschiert. Also im Jahr 38 hat der Bundespräsident Miklas, ist er zwei Tage später zurückgetreten, nachdem vor ihm Schuschnigg zurückgetreten ist und damit die de facto Kapitulation Österreichs vor der Übermacht der deutschen Wehrmacht gegeben war und auf den Straßen und am Heldenplatz Zehntausende gejubelt haben über den Anschluss an Hitler-Deutschland. Das hätte kein Bundespräsident aufhalten können. Leider. Bitte. Es wurde ja eingangs richtig erwähnt, dass ja sich das Machtgefüge bzw. das politische System eines Staates ja deutlich mehr als nur über die Verfassung definiert. Und jetzt doch nochmal zum föderalen Prinzip bzw. zum bundesstaatlichen Prinzip. Was sagen Sie auch als Jurist dazu, dass halt das Organ, was das bundesstaatliche Prinzip am stärksten wahrt, an sich in der Verfassung nirgends aufscheint? Also die Rede ist von der Landeshauptleutekonferenz, dass hier quasi ein Organ neben dem formellen Recht entsteht, das aber einen wesentlichen Einfluss auf die politischen Geschicke eines Landes auch hat. Ja, das ist eine alte Streitfrage und man kann sie oder sollte sie wahrscheinlich gar nicht nur anhand der Landeshauptleutekonferenz beantworten. Der Herr Kollege meint zu Recht, wir haben unsere österreichische Bundesverfassung, wir kennen sie, wir schätzen sie, wir wissen, was die Leitgedanken dieser Bundesverfassung sind, aber es gibt außerhalb der Verfassung Institutionen, die einen großen Einfluss haben. Zum Beispiel haben sich die Landeshauptleute, ohne dass das ausdrücklich in der Verfassung irgendwie vorgesehen ist, aber es ist natürlich auch nicht verboten, finden sich zu regelmäßigen Landeshauptleutekonferenzen zusammen und fassen dort Beschlüsse oder Empfehlungen, die beträchtliches politisches Gewicht haben. Und da scheiden sich jetzt die Geister, indem manche sagen, na ja gut, aber wenn es ein Organ gibt, das so einflussreich ist, dann muss man es doch wohl auch in der Verfassung seinen Platz verschaffen. Während andere sagen, die Verfassung ist die Verfassung und es hat sich nicht die Verfassung nach dem, was man politische Realität nennt, zu richten, sondern es hat sich die politische Realität gefälligst nach der Verfassung zu richten. Und dieses Problem der Landeshauptleutekonferenz ist aber nicht der einzige dieser Fälle. Also es gibt eine genauso intensive Diskussion, ob man nicht zum Beispiel die Sozialpartnerschaft und die Existenz einer paritätischen Kommission und was es alles im Rahmen der Sozialpartnerschaft gegeben hat oder weiterhin gibt, auch in die Verfassung hineinnehmen müsste, weil es sich um reale Machtfaktoren handelt. Und wenn man diese Fälle alle zusammen betrachtet, dann war bisher die vorherrschende Meinung, auch im Verfassungskonvent, knapp nach dem Jahr 2000, wir können nicht überall dort, wo Institutionen Kraft und Macht entwickeln, sagen, so, die nehmen wir jetzt in die Verfassung hinein, sondern die Verfassung ist der Rahmen, den wir beschlossen haben und der in sich ein logisches Konzept verfolgt. Und wenn es außerhalb der Verfassung finanzielle oder politische oder sonstige institutionelle Machtkonzentrationen gibt, dann müssen wir darauf achten, dass sie nicht verfassungswidrig handeln oder dass sie nicht unsere Verfassung in Gefahr bringen, aber wir müssen die nicht alle in die Verfassung hineinnehmen. Und auf dieser Basis ist bisher operiert und daher ist die Diskussion, soll man die Landeshauptleute in die Verfassung nehmen, soll man die Sozialpartnerschaft in der Verfassung verankern, nie in der Weise beantwortet, dass man gesagt hat, so und jetzt schreiben wir einen Artikel 16 oder 15a oder 100 in die Verfassung, wo wir diese Dinge auch verankern.
Auch die Macht der Medien oder was ist ein bisschen weiter hergeholt als die Landeshauptleutekonferenz. Und bei der Landeshauptleutekonferenz ist eines richtig. Der Landeshauptmann als solcher ist ja in der Verfassung verankert. Nur die Konferenz der Landeshauptleute ist kein in der Verfassung verankertes Organ. So, ich tue jetzt gar nicht ermuntern, noch weitere Fragen, außer es gibt noch ein dringendes Bedürfnis, sonst komme ich ja in meinem Text nicht voran. Ich glaube, wir haben jetzt im Wesentlichen die Gründungsphase der Ersten Republik hinter uns, mit ihren Entscheidungen und Beschlüssen, die über die Erste Republik hinaus Auswirkungen hatten. Das gilt ganz besonders eben für das Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, das nach diesen intensiven Beratungen, die ich ja geschildert habe, ab 1920 die Grundlage, die Verfassungsgrundlage für das politische Geschehen war. An der Verfassungswerdung haben sich auch Personen, die dann in der Ersten Republik immer wieder aufgetaucht sind und eine Rolle gespielt haben, stark beteiligt. Hans Kelsen habe ich schon erwähnt, Karl Renner war eine der treibenden Figuren als Staatskanzler. Otto Bauer hat sich sehr eingeschaltet, Ignaz Seipel, der spätere Bundeskanzler, hat sich sehr eingeschaltet, der Abgeordnete Dinkhofer, der dann bei der Großdeutschen Volkspartei eine Rolle gespielt hat, hat sich hier eingeschaltet. Jodok Fink hat eine Rolle gespielt bei der Ausarbeitung der Bundesverfassung. Und etwas Zweites darf man nicht unerwähnt lassen, das ist der Friedensvertrag von Saint-Germain. Mit diesem Friedensvertrag ist, was Österreich betrifft, der Weltkrieg beendet worden, ist festgeschrieben worden, dass aus einer österreichisch-ungarischen Monarchie mit fast 50 Millionen Einwohnern eine Republik mit nicht viel mehr als 7 Millionen Einwohnern wurde, ist Südtirol verloren gegangen, ist die Volksabstimmung für das Bundesburgenland in Aussicht gestellt worden. Aber alles in allem hat Saint-Germain einen fast ebenso negativen Einfluss gehabt auf die Stimmung und auf die Lebensfähigkeit der Ersten Republik wie Versailles auf Deutschland. Ich glaube, die meisten deutschen Historiker werden sagen, einer der Faktoren für den Aufstieg von Adolf Hitler war der Friedensvertrag von Versailles, wo man wirklich in sehr egoistischer und nationalistischer Weise geglaubt hat, Deutschland solche Bedingungen aufzuerlegen, dass es sich nie mehr ernsthaft erheben und irgendwie eine Gefahr für Frankreich werden kann. Und für Österreich war Saint-Germain ein Friedensvertrag, der ohne jeden Nationalismus jetzt, ohne Beigeschmack einer nationalistischen Stellungnahme, bewirkt hat, dass viele Menschen Österreich als ein Land ohne Chance, als ein Land ohne Zukunft betrachtet haben, als ein amputiertes Land. Der berühmte Ausspruch des französischen Politikers L'Autriche, c'est le reste, Österreich, das ist das, was übrig bleibt, aus den Konflikten des Ersten Weltkriegs, das hat wehgetan. Und das hat auch zu diesem Gefühl geführt oder zu dem Buchtitel Österreich, ein Land, das keiner wollte. Die Franzosen haben es nicht gewollt, die Weltkriegsgegner haben es nicht gewollt, die Deutschen haben auch keine Freude gehabt und die Österreicher haben sich womöglich selbst nicht gewollt, weil sie keine Zukunftschance gesehen haben. Und die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung von einer kurzen Phase des Aufschwungs nach 1920 abgesehen, schien dem ja auch Rechnung zu tragen oder dem Recht zu geben. Jedenfalls ist kurz nach der Beschlussfassung der Bundesverfassung auch der Nationalrat neu gewählt worden, jetzt also auf der Basis des neuen Verfassungsgesetzes, und der Nationalrat hat
damals noch 183 Mandate gehabt, eine Zahl, die Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommt. Und davon hat die Sozialdemokratische Partei 69 gehabt. Sie hat also im Vergleich zu 1919 drei Mandate verloren. Die Christlichsozialen haben 85 Mandate gehabt. Sie haben also 16 Mandate dazu gewonnen, waren die Wahlsieger. Und die Großdeutsche Partei, oder wie sie geheißen hat, die Großdeutsche Volkspartei, hat 28 Mandate bekommen, das war plus eins und noch ein sonstiges Mandat. Das heißt, ab den Wahlen vom Oktober 1920 waren die Christdemokraten die stärkste Partei im Nationalrat, haben auch den Bundeskanzler gestellt. Die Sozialdemokraten sind in Opposition gegangen. Die Großdeutsche Volkspartei war ein Mehrheitsbeschaffer, ein wichtiger Faktor in der Politik, und Bundespräsident wurde der parteilose Wissenschaftler Professor Heinisch, dessen Mutter eine bekannte Pazifistin in der Zeit der Monarchie gewesen sind. Und nachdem also Österreich quasi neu aufgestellt war, als Republik, als Demokratie, als Staat mit einer neuen Verfassung, mit einer guten Verfassung, aber wirtschaftlich und psychologisch in einer sehr schlechten Situation, haben sich immer mehr Spannungen ergeben. Die hatten ökonomische Gründe, die hatten den Grund, dass es zwischen den großen politischen Gruppen Feindschaft gegeben hat und kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die haben auch Ursache darin gehabt, dass wir zwar Demokratie hatten, aber noch keine demokratische Kultur, keine bewährten Spielregeln des Verhaltens. Die haben ihre Ursachen, dass Meinungsverschiedenheiten immer mehr mit Gewalt ausgetragen wurden. Die politischen Parteien haben sich so Ordnertrupps zugelegt, von denen man gesagt hat, die dienen zum Selbstschutz, die aber auch sehr aggressive und feindselige Aktionen gestartet haben. Es hat die ersten Toten gegeben in den 20er Jahren. Und es war auch das Umfeld schlecht. Auf der einen Seite im Osten der Bolschewismus als etwas, wofür sich sehr viele Menschen gefürchtet haben. Auf der anderen Seite der aufkommende Faschismus in Italien, Mussolini, in Deutschland Hitler, der noch nicht an der Macht war, aber an die Macht gedrängt hat. Und in dieser Situation ist das Ansehen der Demokratie, in die man so große Hoffnungen gesetzt hat und auf die man so hingearbeitet hat, auf einmal steil bergab gegangen. Der Demokratie ist immer mehr vorgeworfen worden, sie kann keine Probleme lösen. Sie funktioniert nicht wirklich. Es ist eine Wichtigmacherei des Parlaments, eine Quatschbude. Auch dieses Wort ist verwendet worden. Und auch in offiziellen Dokumenten später, ich denke an den sogenannten Korneuburger Eid, ist die Demokratie als solches System wirklich dann mehr und mehr abgelehnt worden. Und imponiert haben vielen Menschen die starken Führer, die behauptet haben, sie repräsentierten das Wohl eines Landes und wenn man ihnen nur vertraut, werden sie das Land und die Interessen aller seiner Bürger durchsetzen. Insgesamt hat es große Unruhen und Unsicherheiten gegeben. In den 12 Jahren von 1918 bis 1930 hat es insgesamt 5 Nationalratswahlen gegeben mit unterschiedlichen Resultaten. Die Zahl der Mitglieder des Nationalrats, das ist nicht wichtig, aber ich sage es nur, wurde dann von 183 auf 165 heruntergesetzt.
Und bei den Wahlen im Jahr 23, im Oktober 23, waren die Großdeutschen, die bei den Wahlen 1920 gut abgeschnitten haben, die großen Verlierer. Der Vorsprung der Christdemokraten vor den Sozialdemokraten ist kleiner geworden, aber beide haben Mandate verloren und die politischen Verhältnisse sind noch unstabiler geworden. Und dann haben die schlimmsten Jahre der Ersten Republik begonnen, weil im Jahr 27, im Jänner, hat es diesen Zwischenfall bei Schattendorf gegeben, das ist eine kleine burgenländische Gemeinde, wo Demonstration stattgefunden hat von Schutzbündlern. Und das war Schutzbündler war die paramilitärische Schutzorganisation der Sozialdemokraten, und die paramilitärische Schutzorganisation der Christlichsozialen hat Heimwehr geheißen. Und da haben Angehörige der Heimwehr in diese Demonstration hineingeschossen und haben zwei Menschen getötet. Einen Erwachsenen und ein, glaube ich, zehnjähriges oder jedenfalls schulpflichtiges Kind. Und das hat helle Empörung ausgelöst, dieser Akt mit zwei Toten, willkürlich und unschuldigen Menschen. Und es ist zu einer Gerichtsverhandlung gekommen im Juli in Wien vor einem Geschworenengericht. Und die dieser Tat angeklagten Heimwehrler sind von diesem Gericht freigesprochen worden. Und dieser Freispruch war dann wie ein Benzin in eine Flamme, hat zu spontanen, explosiven Diskussionen geführt und zu einem Marsch auf den Justizpalast. Und die außer Rand und Band geratene, wütende Demonstrantenmenge hat den Justizpalast als Zeichen des Protestes gegen dieses als bitteres Unrecht empfundene Urteil, hat den Justizpalast in Brand gesetzt. Dazu hat noch beigetragen ein Leitartikel in der Arbeiterzeitung des Chefredakteurs, der dann nachher gesagt hat, er hat versucht, der Empörung Ausdruck zu verleihen und so quasi Dampf abzulassen. Aber in Wirklichkeit hat dieser Leitartikel in der Arbeiterzeitung also die Flammen noch angefacht, und die Polizei ist dann, nachdem sich sozialdemokratische Spitzenpolitiker und der Wiener Bürgermeister Seitz bemüht haben, die Massen irgendwie zu beruhigen und der Feuerwehr Zugang zum Justizpalast und zu den Löscharbeiten zu geben, und die ausgepfiffen worden sind und weggedrängt worden sind und beschimpft und beworfen worden sind, hat dann die Polizei mit Schießbefehl radikal eingegriffen, und es hat an diesem Tag mehr als 100 Tote gegeben, die dann auf den Straßen und auf den Pflastersteinen der Umgebung gelegen sind. Und irgendwie war dieser 15. Juli 1927, dieser Brand des Justizpalastes und die Wut und die gegenseitige Erbitterung, die da entstanden ist, wo die einen gesagt haben, ihr habt's wollen Revolution machen und ihr habt's wollen die Demokratie zerstören, und die anderen haben gesagt, ihr seid eine Klassenjustiz und ihr habt's jetzt auf unschuldige Menschen geschossen, zuerst die zwei in Schattendorf und jetzt über 100 in Wien. Also die Sache hat sich sehr zugespitzt, und der Prälat Seipel, der damals Bundeskanzler war, hat dann im Parlament eine Rede gehalten, wo er zum Ausdruck bringen wollte, wenn der Staat so angegriffen wird von wütenden Demonstranten, unter Bruch aller möglichen Gesetze, dann kann man nicht gleichzeitig milde
verlangen gegen die Leute, die da Opfer dieser Polizeiaktionen wurden oder gegen für die Leute, die angeklagt wurden im Gefolge des Justizpalastbrandes. Und der Seipel hat dann bis zum Ende seines Lebens den Namen Prälat ohne Milde nicht mehr losgekriegt. Er ist dann in der Arbeiterschaft und von der Sozialdemokratie als Prälat ohne Milde, als besonders erbitterter Gegner betrachtet worden. Und das hat wieder zugespitzt allgemein den ohnehin schon bestehenden Konflikt zwischen Sozialdemokratie und Kirche. Weil es war in der Ersten Republik einfach so, dass die Kirche deutlich erkennbar an der Seite einer christlich-sozialen Partei gestanden ist. Diese Partei, die Vorgängerpartei der heutigen Volkspartei, hat sich als christlich-soziale Partei bezeichnet, hat sich als jene politische Kraft gefühlt, die den Werten des Christentums in der Politik zum Durchbruch verhelfen will. Und der politische Gegensatz zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten hat auch den Gegensatz zwischen Sozialdemokraten und katholischer Kirche herbeigeführt oder verstärkt. Dazu könnte man sehr viel auch berichten. Da ist sehr interessantes Material in den letzten Jahren veröffentlicht worden. Aber an diesem Zustand eines gespannten Verhältnisses zwischen Sozialdemokratie und christlicher Kirche, katholischer Kirche, hat sich bis zum Ende der Ersten Republik nichts geändert. Und auch hier liegt ein wunderbares Beispiel vor, wie das, was sich in der Zweiten Republik ereignet hat, nämlich die deutlich erkennbaren Bemühungen sowohl auf der Seite der Kirche, ich nenne besonders Kardinal König, als auch auf Seite der Sozialdemokratie, da hat der Bruno Kreisky auch eine wichtige Rolle gespielt, diese Gegensätze zwischen Kirche und Arbeiterschaft oder Kirche und Sozialdemokratie abzubauen, das ist nur verständlich und hat seinen Grund in dem unguten und für beide Seiten ungesunden Verhältnis der Feindschaft zwischen der sich auf die christlich-soziale Partei stützenden Kirche und der Sozialdemokratie in der Ersten Republik. Und mit diesem Justizpalastbrand hat die steile Abwärtsbewegung der Ersten Republik begonnen. Also wenn man so nach einer Peripatie sucht, wenn man sagt, nach 1918, 1920 ist ja doch manches gelungen und ist manches aufgebaut worden und so weiter. Ab 1927 ist es abwärts gegangen. Und selbst die Verfassung von 1929, wo man sagen kann, das war doch auch ein Werk beider großer Parteien, kann gesehen werden als Ausdruck der Spannung zwischen links und rechts oder zwischen christlich-sozialen und Sozialdemokraten, weil alles, was rechts der Mitte war, wollte eine Verfassungsreform, um das demokratische System zurückzudrängen, um den überspitzten westlichen, nutzlosen Parlamentarismus in Schranken zu halten und Österreich stärker in Richtung einer Präsidialrepublik und wenn man will, eines Führerstaates zu positionieren. Da ist es mit äußerster Anstrengung noch gelungen, einen Kompromiss zu finden. Denn das, was 1929 in Bezug auf den Bundespräsidenten beschlossen wurde, war ja doch eine radikale Stärkung des Bundespräsidenten und eine Hinwendung zu Verfassungen, wie sie in anderen europäischen Ländern mit starken Präsidenten existiert haben. Und der Sozialdemokratie ist es trotzdem oder dennoch oder gerade deshalb gelungen,
dem, was ursprünglich gewollt war mit der Verfassung von 1929, gewissermaßen die Giftzähne zu ziehen. Also es sind viele Entscheidungen des Bundespräsidenten an Anträge der Regierung gebunden worden. Es ist das Notverordnungsrecht sehr eingeschränkt worden. Es ist eine Möglichkeit, zumindest eine theoretische Möglichkeit geschaffen worden, einen Bundespräsidenten abzusetzen und so weiter. Also der letzte große Kompromiss, der in der Ersten Republik erzielt wurde und der für das heutige politische System des Jahres 2016 noch wichtig ist, ist der Verfassungskompromiss des Jahres 1929. Wobei in dieser Zeit die Position der Christlich-Sozialen immer schwächer geworden ist und am 9. November 1930 hat es Nationalratswahlen gegeben, bei denen die Sozialdemokraten zum ersten Mal seit Verfassung 1920 zur stärksten Partei wurden. Die Sozialdemokraten haben 73 Mandate bekommen. Die Sozialdemokraten haben 72 Mandate bekommen, Entschuldigung, nicht 73, sondern 72 und waren damit stärkste Partei. Die Christlich-Sozialen haben 66 Mandate bekommen. Und nachdem die Sozialdemokraten stärkste Partei waren, hatten sie auch Anspruch, ungeschriebenen Anspruch auf die Funktion. Wie schneidet man sich mit einem Mikrofon? Hatten sie auch ungeschriebenen Anspruch auf die Rolle des Nationalratspräsidenten. Und Sie wissen, damals ist Karl Renner, der Staatskanzler der Zeit von 1918 bis 20, zum Nationalratspräsidenten gewählt worden. Und ausgerechnet gemäßigste oder einer der gemäßigsten und verdienten und erfahrenen Politiker, Renner, war im Jahr 30 genau 60 Jahre alt, er ist 1870 geboren, hat an der Spitze des Nationalrats einen schrecklichen Fehler gemacht. Es war so, dass Miklas zu dieser Zeit Bundespräsident wurde. Miklas hat wenige Monate, nachdem er ins Amt gekommen ist, den jungen Engelbert Dollfuß aus dem Bereich des Bauernbundes zum Bundeskanzler ernannt. Dollfuß war eine sehr machtbewusste Person, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Sozialdemokratie wie auch immer ins politische Out zu drängen. Die Dominanz der Sozialdemokratie, die ja stärkste Partei war, zu brechen. Und die Mandatsverhältnisse im Nationalrat waren denkbar knapp. Von den 165 Mandaten hatte die ÖVP mit ihrem Koalitionspartner, ich glaube, nur ein Mandat Mehrheit. Und da ist im Parlament im März 1933 eine wichtige Abstimmung auf der Tagesordnung gestanden, im Zusammenhang mit einer Vorgangsweise gegenüber den Eisenbahnen. Und Karl Renner war Nationalratspräsident und die damalige Geschäftsordnung hat vorgesehen, dass der Nationalratspräsident kein Stimmrecht hat. Also ein Karl Renner, der als Nationalratspräsident die Sitzung leitet, hat kein Stimmrecht. Ein Karl Renner, der die Funktion des Nationalratspräsidenten zurücklegt und einfacher Abgeordneter ist, hat ein Stimmrecht. Und die Situation scheint so gewesen zu sein, ich müsste mir jetzt das Protokoll noch einmal anschauen, dass sich der Karl Renner gesagt hat, wenn ich jetzt die Abstimmung leite, habe ich kein Stimmrecht und wir verlieren die Abstimmung. Wir wären die Sozialdemokraten gewesen. Wenn ich aber zurücktrete und mein christlich-sozialer Stellvertreter muss
das, die Funktion des Präsidenten übernehmen, hat der kein Stimmrecht. Die haben eine Stimme weniger, wir haben eine Stimme mehr, wir gewinnen die Abstimmung. Und in dieser Situation hat ein so besonderer Mensch wie Renner, ich kann das nicht verstehen, sein Amt zurückgelegt. Es hat einen riesen Wirbel in der Sitzung und der Renner hat dann pathetisch gesagt, wenn solche Unruhe in diesem Haus herrscht und wenn die Autorität des Präsidenten in so demonstrativer Weise in Frage gestellt wird, dann sehe ich mich gezwungen, mein Amt als Präsident zurückzulegen. Und ist aufgestanden und war nicht mehr Nationalratspräsident. Und das haben natürlich alle durchschaut, warum er das macht. Und sein Stellvertreter wäre, glaube ich, der christliche Demokrat Ramek gewesen. Wisst ihr das? Könnt ihr das bestätigen? Ich glaube, es war der Ramek. Und der hat dasselbe getan. Der hat gesagt, ja, wenn der Herr Präsident sein Amt zurücklegt, lege ich auch mein Amt zurück. Weil er sich damit das Stimmrecht sichern wollte. Und dann war es nur mehr ein Reflex, dass der zweite Vizepräsident, oder wir nennen das der dritte Präsident, wir sind ja höflich, wir haben nicht einen zweiten Vizepräsident, sondern einen dritten Präsidenten. Also der dritte Präsident Straffner von den Großdeutschen hat auch das Amt als Präsident zurückgelegt. Und dann war der Nationalrat plötzlich ohne Präsidenten. Und Dollfuß hat die Chance erkannt und einige andere auch und haben gesagt, naja, jetzt hat sich offenbar das Parlament selbst ausgeschaltet, jetzt gibt es kein Parlament mehr. Und dann haben andere gesagt, na gut, aber der Bundespräsident könnte ja das Parlament zu einer Sitzung einberufen und ein Alterspräsident könnte einen Vorsitz wählen oder der Bundespräsident soll das Parlament auflösen und Neuwahlen machen, dann können wir auch aus der Situation herauskommen. Und der dritte Präsident Straffner hat am nächsten Tag oder kurze Zeit später gesagt, also ich war der letzte Präsident, in sinngemäßer Anwendung der Geschäftsordnung berufe ich als letzter Präsident die Sitzung wieder ein zur Neuwahl des Präsidiums. Und da ist schon Polizei im Parlament gewesen und hat die Abgeordneten gehindert, diese Einladung anzunehmen und hat das Parlament als funktionsunfähig erklärt und gesagt, was war mit Straffner, stimmt's? Ja, gut. Nur nicht, dass Sie nichts Falsches aufschreiben. Und so ist das Parlament ausgeschaltet worden und kurze Zeit später gestützt auf das sogenannte kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz weiter regiert worden und ebenfalls gestützt auf das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz der Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden oder ausgeschalten worden. Und damit war das demokratische System in Österreich beendet und die Sozialdemokratische Partei ist verboten worden. Der Bundesrat hat noch einige Zeit existiert, aber war kein Organ der Gesetzgebung mehr, weil es keinen Nationalrat gegeben hat, etc. Also auf diese Art hat die Demokratie als Institution ihr Ende gefunden und in der Sozialdemokratie, die sich immer auch als revolutionäre Kraft definiert hat, obwohl sie gar keine revolutionäre Kraft waren, aber das ist ein eigenes Kapitel. Die Sozialdemokratische Partei hat in Europa zu jenen gehört, die die radikalste Sprache gesprochen hat und die aber den gemäßigsten Kurs bei vielen Dingen verfolgt hat und ist daher den Spitznamen K&K Sozialdemokratie gar nie richtig losgeworden. Aber in dieser Sozialdemokratie hat es Kräfte gegeben, die gesagt haben, wenn wir uns jetzt nicht zur Wehr setzen, werden wir es nie mehr können. Und andere, die immer noch an Kompromissmöglichkeiten gedacht haben. Dazu hat auch weiterhin Karl Renner gehört. Und am 1.
nein, am 12. Februar 1934 war dann diese berühmte Situation, dass in einem Hotel in Linz, wo der Schutzbund Waffen versteckt gehabt hat, die Polizei eine Razzia gemacht hat, ob die einen Hinweis bekommen haben oder ob die einfach nach dem Zufallsprinzip da gesucht haben, ist bis heute nicht aufgeklärt. Und auf den Beginn der Polizei hier nach Waffen zu suchen, haben die Schutzbündler in Linz sich gewehrt, haben von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und es ist daraus dieser kurze, aber blutige Bürgerkrieg des 12. Februar entstanden und es sind Todesurteile verhängt und auch vollstreckt worden. Es ist auf Wohnungen und Gemeindebauten geschossen worden mit schweren Waffen und es ist Blut geflossen. Es sind auch Exekutivbeamte ums Leben gekommen und damit war der radikale Bruch zwischen Sozialdemokratie und damaliger Regierung, insbesondere der Regierung Dollfuß, besiegelt. Manche haben erahnt, dass der Nutznießer dieser Situation die Nationalsozialisten sein werden. Und tatsächlich war es so, dass wenige Monate später, im Juli 1934, die Nationalsozialisten einen Putschversuch gemacht haben und sich illegal Uniformen, ein Stoßtrupp sich illegal Uniformen beschafft hat, in das Bundeskanzleramt eingedrungen ist, so quasi die Macht ergreifen wollte, auch den Rundfunk besetzen und Dollfuß brutal ermordet haben mit einem Revolver, ein gewisser Planeta. Und Dollfuß war nicht gleich tot, der ist auf einem Divan im Bundeskanzleramt gelegen. Die Putschisten haben keinen Arzt zu ihm gelassen und er ist gewissermaßen verblutet. Und erst dann ist Bundesheer und so weiter eingeschritten und die Putschisten sind verhaftet worden und auch vor Gericht gestellt worden. Aber jedenfalls war das Jahr 34 jenes Jahr, wo zuerst im Februar diese blutige Februar-Auseinandersetzung war, wo Dollfuß keine Milde gekannt hat. Und im Juli ist der Putsch der Nationalsozialisten gewesen, dem Dollfuß zum Opfer gefallen ist. Die bemerkenswerte Geschichte der Ersten Republik ist damit beendet. Ich habe mir da noch einmal zusammengeschrieben der letzten Jahre. Im November 1930 eine Nationalratswahl. Vorhin war ich unsicher, ob sie 30 oder 31 war. Also es war November 1930 diese Nationalratswahl, wo es noch Koalitionsüberlegungen gegeben hat, die aber zu keinem Ergebnis geführt haben. Im Oktober 31 die Wahl oder Wiederwahl von Miklas. Am 10. Mai 32 die Ernennung von Dollfuß zum Bundeskanzler. Im März 33 die Ausschaltung des Parlaments. Im Februar 34 der Bürgerkrieg, der blutige mit den Todesurteilen. Auch der Abgeordnete Wallisch aus der Steiermark ist mit dem Galgen hingerichtet worden. Im Juli 34 der Nazi-Putsch. Dann noch 4 Jahre Regierung Schuschnigg, denn der Justizminister von Dollfuß, Kurt Schuschnigg, ist im Juli zu seinem Nachfolger als Bundeskanzler bestellt worden, hat versucht, einen Kurs zu steuern, der den Nazis den Wind aus den Segeln nimmt, indem er selber also das Führerprinzip vertreten hat und also von einem deutschen Österreich gesprochen hat und immer das Deutschtum auch sehr betont hat, aber das hat nichts genutzt. Und im März 1938 war das Ultimatum Hitlers an Schuschnigg und das Ende der Ersten Republik.
alles, was sich in diesen 20 Jahren von 1918 bis 1938 ereignet hat, ist in der, wie soll ich sagen, in der, wie nennt man das, die Erbschaft, in der, helft's mir. Ja, ist eine, ne, Hinterlassenschaft. In der Erbmasse, ist, hat so quasi in der Erbmasse der Ersten Republik sich verankert und seinen Niederschlag auch für künftige politische Entwicklungen gefunden, aber Gott sei Dank keinen negativen Niederschlag in dem Sinn, dass man die Zweite Republik als Revanchepartie für die Erste betrachtet hätte, sondern seinen positiven, dass man gesehen hat, welche negative Folgen es hat, wenn zu viel Feindschaft, zu viel Antagonismus in der Politik kommt, wenn man die Demokratie nicht ernst nimmt, wenn man das Parlament nicht ernst nimmt, wenn man den primitiven Parolen von starken Mann und Führerstaat und so weiter Folge leistet, wenn der Nationalismus überspitzt ist, wenn man international isoliert ist, anstatt europäische Zusammenarbeit anzustreben. Ich meine, das alles ist durch die Erste Republik in die Zweite Republik irgendwie transformiert worden. Natürlich ist das auch noch keine ausreichende Erklärung für das, was dann passiert ist, weil die Zeit von 1938 bis 1945, wo Österreich kein selbstständiger Staat war, war ja dominiert von einer unglaublichen und für mich auch unverständlichen Faszination, die offenbar von Adolf Hitler ausgegangen ist. Wenn ich heute alte Filme sehe oder alte Wochenschauaufnahmen, wo der Hitler grimassierend und gestikulierend und schreiend und spuckend und altmodisch wirkend und schier da seine schreienden Reden hält und das deutsche Volk anschreit und gegen Bolschewismus und wir werden siegen und vor der Geschichte und ich übernehme die Verantwortung und alles. Ich habe eher Grund zum Lachen, als schockiert zu sein. Aber genau dieser Adolf Hitler hat 109 Millionen Menschen fasziniert. Und meine Mutter, die aus einer sozialdemokratischen Eisenbahnerfamilie stammt und 0,0000 mit dem Adolf Hitler irgendwie sympathiert hat, hat mir manchmal erzählt, hat sie gesagt, du, wenn ich ihn, das Fernsehen hat es ja noch keines gegeben, wenn ich ihm so im Radio reden gehört habe, und er hat da geschrien, ich will ja keine fremden Völker unterjochen, ich will ja nur meine lieben Deutschen befreien und so, sagt sie, manchmal ist dann irgendwie eine Gänsehaut gekommen, wie soll ich das einordnen? Und es war leider ganz, ganz, ganz negativ einzuordnen. Das war ein Phänomen in seiner Faszinationskraft. Das war ein Phänomen, der völlig anders war als alle anderen Politiker, der mit einem Dollfuss, einem Renner, der Opa Renner mit seinem Bart, der kleine Dollfuss, der überintellektuelle Otto Bauer, der fade Karl Seitz. Das waren alles Leute, die im Bewusstsein mancher Beobachter mit diesem Führer nicht mithalten konnten. Und dennoch war er der größte Verbrecher und manche streiten, ob man nicht zwei erste Plätze für Hitler und Stalin vergeben muss, aber jedenfalls einer der größten Verbrecher, der allein, wenn ich an den Holocaust denke, unglaubliche Schuld auf sich geladen hat. Und Hitler hat operiert mit Massenhysterien, mit inszenierten Massenpsychologie mit Reichsparteitagen, wo also eine Choreografie aufgeführt wurde,
die aus dem einzelnen Menschen nur ein kleines Brösel einer Masse gemacht hat. Er hat den Führerkult zur Spitze getrieben, er hat den Nationalismus auf die Spitze getrieben, er hat den Rassismus von der Überlegenheit der deutschen Rasse und der Minderwertigkeit vieler anderen auf die Spitze getrieben, er hat den Antisemitismus auf die Spitze getrieben, er hat den Kampf gegen den Bolschewismus als sein Hauptmotiv oder eines seiner Hauptmotive dargestellt, obwohl gleichzeitig und geheim die Vertreter Hitlers und die Vertreter Stalins bekanntlich am Hitler-Stalin-Pakt gearbeitet haben, wo sich die beiden totalitären Führer Hitler und Stalin wollten, den Rest Europas aufteilen, das wissen wir ja, manche sagen Ribbentrop-Molotow-Pakt, weil die zwei Außenminister das verhandelt haben, aber natürlich haben sie es gemacht im Auftrag von Hitler und Stalin und es war ein Hitler-Stalin-Pakt. Das alles verbirgt sich in diesem schrecklichen Menschen, der dann, wie alles schiefgegangen ist, feige am 30. April 1945 Selbstmord gemacht hat. Ich glaube, zusammen mit Goebbels und die Frau Goebbels, die liebende, vorbildliche deutsche Mutter hat zuerst alle ihre kleinen Kinder vergiftet, bevor sie sich selber im Führerhauptquartier, im Führerbunker umgebracht hat. Also dieses Phänomen Hitler, Nationalsozialismus, Weltkrieg war ein siebenjähriges Kapitel in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und viele Menschen und viele Schriftsteller haben die Frage gestellt, wie ist das möglich, dass das deutsche Volk, die Deutschen, die zu den kultiviertesten Völkern Europas zählen, die einen Goethe und einen Schiller und ich weiß nicht, einen Kant und einen Hegel und viele andere hervorgebracht haben, so tief gesunken sind und mit diesen Verbrechen belastet waren und wieso ein Hitler so viele Anhänger gefunden hat. Das sind ja die Görings und Goebbels und Ribbentrops und wie sie alle geheißen haben ihm ja blind gefolgt. Und weder reicht aus eine Erklärung, die das allein an der Person festmachen will, an der Person Hitler. Hitler ohne die Rahmenbedingungen nach dem Ersten Weltkrieg hätte nie diese Rolle spielen können. Aber man kann es auch nicht nur an den Rahmenbedingungen, an den ökonomischen, an den außenpolitischen festmachen. Weil auch diese alle Rahmenbedingungen ohne einen Menschen wie diesen Hitler, das wäre auch nicht so schlimm geworden und so gekommen. Aber weil es so schlimm war und weil es so arg war und weil es so menschenverachtend war, hat es fast niemand gegeben, der nicht früher oder später irgendeinen Bewusstseinswandel durchgemacht hat. Und natürlich hat sich das besonders stark bei jenen ausgewirkt, die am meisten gelitten haben. Also es ist kein Zufall, dass manche den positiven Beginn der Zweiten Republik darauf zurückgeführt haben, dass sie gesagt haben, der Geist in den Lagerstraßen der Konzentrationslager war jener, der sowohl bei den Christdemokraten als auch bei den Sozialdemokraten, als auch bei manchen Kommunisten, als auch bei manchen radikalen Klerikern, weil der Hitler hat sich ja auch dann vielfach gegen die katholische Kirche gewendet, jenes Umdenken herbeigeführt, das diesen Neubeginn im Jahr 1945 möglich gemacht hat. Und ich habe manchmal, ich denke mir, 1938 und 1945, ich bin 1938 geboren, ich bin 1945
in die zweite Klasse Volksschule gekommen, 1944 in die erste Klasse. Ich habe manchmal das Gefühl, zwischen 1938 und 1945 liegen nicht 7 Jahre, sondern 70 Jahre oder 170 Jahre. Weil wenn ich mir denke, dass es von 1945 bis heute 71 Jahre sind, also ich würde fast sagen, politisch hat sich zwischen 38 und 45 unendlich viel ereignet. Das kann man mit jahrzehntelangen sonstigen Perioden vergleichen und hat eben auch eine entsprechende Wirkung gehabt. Der Zweite Weltkrieg ist nicht mein Thema. Das tausendjährige Reich ist auch nicht mein Thema und hat Gott sei Dank keine 1000 Jahre gedauert. Aber der Krieg hat sich dann nach den Scheitern der Angriffe auf Stalingrad und auf Moskau und nach vielen anderen Niederlagen gewendet. Die deutsche Wehrmacht ist zurückgedrängt worden und ab dem Jahr 1944 war absehbar, dass die Deutschen den Krieg nicht gewinnen können. Umso weniger, als die Amerikaner immer stärker eingestiegen sind. Und es hat sich, je näher das Kriegsende herangekommen ist, umso mehr eine Untergangsstimmung auf der einen Seite, wie in einer Wagner-Oper, und eine Zukunftshoffnung auf der anderen Seite ausgebreitet. Und manchmal hatte ich das Gefühl, die allergrößten individuellen Brutalitäten waren die, die in den letzten Kriegswochen und Kriegsmonaten noch begangen wurde, wo alle gewusst haben, der Krieg ist verloren, aber die Feldgendarmerie und bestimmte SS-Einheiten und die Gestapo, also die kleinsten Disziplinlosigkeiten gleich mit Erschießen bestraft haben. Und in Floridsdorf in Wien sind ein Offizier und ein Unteroffizier und ein Dritter aufgehängt worden, weil man sie der Widerstandshandlungen verdächtigt hat. Und sowas ist tausende Male vorgekommen. Und wie gesagt, das System ist sogar immer brutaler und blutiger geworden, als sie gewusst haben, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Und von Hitler stammt ja der Satz, dass er gesagt haben soll, wenn die Deutschen den Krieg nicht gewinnen, dann sind sie es auch nicht wert zu überleben. Also ein Volk, das nicht siegreich aus einer solchen Schlacht hervorgeht, aus einem solchen Weltenringen, hat es verdient, dass es untergeht. Und daher sind dann auch sehr viele Befehle gegeben worden, die keinen anderen Sinn gehabt haben, als möglichst viel Zerstörung in Deutschland anzurichten und den künftigen Siegermächten möglichst wenig zu hinterlassen, was irgendwie verwendbar ist. Ich glaube, dass ich an dieser Stelle sagen könnte, wir sind, weil wir eben nicht auf Details des Krieges eingehen wollen, im März, April 1945 angelangt. Das waren für Österreich die entscheidenden Wendemonate. Anfang oder im März 1945 haben zum ersten Mal russische Truppen im Burgenland österreichischen Boden, jedenfalls an der Ostgrenze Österreichs, österreichischen Boden betreten. Renner in Glocknitz hat dann vor allem im April seine politischen Aktivitäten begonnen. Die Befreiung Wiens ist noch im April geglückt. Politische Parteien sind noch im April wieder gegründet worden und wir sind damit an der Geburtsstunde der Zweiten Republik angelangt. Das wäre eine gute Gelegenheit zu sagen, setzen wir dann mit den Entwicklungen in der Zweiten Republik fort. Aber wer hat noch zu dem jetzt zur Diskussion stehenden irgendeine Frage oder eine Anmerkung?
Ja, dann muss ich weiter tun bis 45. Dann haben Sie noch 15 Minuten Zeit? Ja? Sie wollen mir lieber zuhören, als selber Fragen stellen. Na gut, also ich trete ja damit in die Zeit ein, wo ich so quasi selber Erinnerungen habe. Meine Mutter hat sich vor dem Bombenkrieg im Jahr 1944 so gefürchtet, dass sie meine Schwester und mich zu einer Cousine, einer Bäuerin in Bamhagen im Burgenland geschickt hat, der Tante Sali. Dort waren meine Schwester und ich natürlich extrem unglücklich, weil wir waren das überhaupt nicht gewohnt, dass wir nur bloßfüßig herumlaufen durften und dass es im Haus kein Klo gegeben hat, sondern nur am Feld. Und dort ist immer der Gockelhahn gesessen, den hat man erst verscheuchen müssen und der hat sich weiß Gott wie aufgeplustert und der Boden war Lehm und das Dach war Stroh und die Sitten waren relativ rau. Und so habe ich die letzten Kriegsmonate erlebt und wie dann die Front näher gekommen ist, ist diese Familie auch geflüchtet und wir sind dann nach Westniederösterreich in der Mariazellerbahn gewesen und dort habe ich noch erlebt, wie so ein Trupp von KZ-Häftlingen aus dem Burgenland die Pilach entlang Richtung Mauthausen geschleppt wurde und wie die deutschen Soldaten, die den gleichen Weg gegangen sind, immer mehr Fahrzeuge haben liegen lassen und in die Luft gesprengt, weil sie keinen Treibstoff mehr gehabt haben. Und dann hat sich in Wien sehr vieles abgespielt, weil doch etliche Leute mit politischer Erfahrung den Krieg überlebt haben. Viele haben ihn nicht überlebt, viele sind als Soldaten gefallen, viele sind ausgewandert oder mussten auswandern, manche sind in den Konzentrationslagern umgekommen. Aber es hat Menschen gegeben, die das Kriegsende herbeigesehnt haben und die ganz stark beseelt waren von dem Gedanken, wir müssen völlig neu anfangen, wir müssen Österreich ganz neu aufbauen und wir müssen es viel besser machen. Und etliche davon habe ich auch im Laufe der Zeit kennengelernt und das war wirklich eine spezielle Gruppe von Menschen, die Schlimmes durchgemacht hat, aber daran nicht zerbrochen ist, sondern eben gesagt hat, wir fangen neu an. Es sind Kontakte zwischen den Parteien aufgenommen worden, zum Teil informeller Art, zum Teil formeller Art. Eine führende Figur war Renner, der, ich habe es schon gesagt, 1870 geboren ist. Der war also im Jahr 1945, war er 75 Jahre alt, hat in Glocknitz sein Haus gehabt und hat dort geschrieben und hat Gedichte geschrieben und ein berühmtes Buch, Das Weltbild der Moderne, und hat auch Memoiren geschrieben und so weiter. Aber wie die russischen Soldaten gekommen sind, hat er sich nicht irgendwie versteckt, sondern hat sich einen Dolmetscher besorgt, einen Glocknitzer, der aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, glaube ich, Russisch gekonnt hat. Und mit dem ist er auf die Kommandantur gegangen. Und Sie kennen das wahrscheinlich, weil das in jedem Rennerbuch drinnen steht, und hat gesagt, er möchte zum kommandierenden General geführt werden. Und dann ist er zu einem Offizier namens Scheltow gebracht worden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob er sein Oberst Scheltow oder ein General Scheltow war. Und der hat nach Moskau gemeldet, dass sich hier ein Österreicher, ein älterer Herr, gemeldet hat, der behauptet, er war schon bei der Gründung der Ersten Republik dabei und der auch behauptet, er hatte Kontakt mit verschiedenen Bolschewiki aus der Zeit vor 1917, vor der Revolution. Und wie sie das dem Stalin vorgelegt haben, diesen Bericht, soll Stalin gesagt haben, was?
der alte Fuchs lebt noch und hat sich wirklich an den Namen Renner erinnert, weil der Renner war ja schon eine der führenden Persönlichkeiten der reformistischen Sozialdemokraten, aber über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. Und darauf ist aus Moskau der Befehl gekommen, mit diesem Herrn zusammenzuarbeiten und ihm Möglichkeiten zu geben, nützliche politische Arbeit zu leisten. Und das ist auch geschehen. Und Renner ist auf diese Art nach Wien gekommen, hat eine Villa zur Verfügung gestellt bekommen, Ecke Leinzer Straße, Wenzgasse. Ich habe damals 300 Meter von dort entfernt gewohnt. Meine Schwester ist in die Wenzgasse in die Schule gegangen. Aber auch andere haben sich eingefunden. Von den Christlich-Sozialen war es vor allem Leopold Kunczak, ein sehr hochgeachteter Politiker. Ich glaube, er war ein oder zwei Jahre jünger als Renner, 1871 oder 72 geboren, lange Zeit im Niederösterreichischen Landtag und im Wiener Landtag. Und im Jahr 1945 auch über 70 Jahre alt und eine Führungsfigur für das christlich-soziale Lager. Figel ist erst entlassen worden, etwas später. Neben Renner haben zu den Leuten der ersten Stunde auch Adolf Scherf gehört, der im Krieg in Wien überlebt hat, in der Skodergasse gewohnt hat, ein Rechtsanwalt war. Und in der Ersten Republik eine Art Sekretär vom Renner war. Renner war ja zeitlang Nationalratspräsident und Scherf war Clubsekretär. Aber ich habe es nicht überprüft. Ich kann mir vorstellen, dass das dienstrechtlich so war wie auch 40 Jahre später, dass er nämlich als Beamter des Nationalratspräsidenten tätig war, aber einem Parlamentsklub zugeteilt war. So wie ich, als ich im Jahr 62 im Parlament zu arbeiten begonnen habe, bin ich dem zweiten Nationalratspräsident Hillegeist war ich ein Beamter, der dem zweiten Präsidenten des Nationalrats zugeteilt war, aber Dienst gemacht hat im SPÖ-Club. Da hat sich scheinbar an diesem System nichts geändert. Die Clubs waren ja minimal ausgestattet. Wenn man einem heutigen Abgeordneten erzählt, wie ein Parlamentsklub in den frühen 60er Jahren funktioniert hat, machen die so große Augen, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil die Clubs heute Dutzende Mitarbeiter haben und jeder Abgeordnete ein kleines Büro hat. Und damals in der Ersten Republik und in den frühen Jahren der Zweiten Republik hat es einen Clubraum gegeben und einen Clubobmann, Obfrauen hat es damals nie gegeben, einen Clubobmann und einen Clubsekretär und zwei, drei Sekretärinnen und einen Chauffeur und einen Dienstboten. Und das war das Personal einer großen Parlamentsfraktion. Wie ich im Parlament zu arbeiten begonnen habe, war der Clubobmann der Vizekanzler Bittermann, der geschäftsführende Clubobmann hat Robert Ullier geheißen, die Sekretärinnen waren die Frau Gräser und die Frau Nothelfer, der Chauffeur war der Herr Lepischka und der Büroangestellte war der Herr Dolleschall. Und der Clubsekretär war der Leopold Graz und ich war sein Stellvertreter. Das war das ganze Personal einer Parlamentsfraktion. Aber ich will jetzt nicht abschweifen, sondern ich will nur sagen, diese Personen, die da nach 1945 wieder zusammengetroffen sind, haben einerseits ihre Parteien wieder gegründet, aber andererseits auch eine wirklich ehrliche Bereitschaft zu einer überparteilichen Zusammenarbeit gezeigt und das auch jahrelang aufrecht erhalten. Die Österreichische Volkspartei war eine Neugründung. Man hat sich entschlossen, im April 1945 nicht die christlich-soziale Partei wieder zu gründen, sondern einen Neubeginn zu machen. Natürlich war es
eine Fortsetzung der christlich-sozialen. Natürlich waren die Exponenten der Volkspartei wie Kunczak und Hurdes und Fiegel und Raab auch früher schon Funktionäre der christlich-sozialen Partei oder der Vaterländischen Front. Aber sie haben einen Neubeginn gemacht. Bei der Sozialdemokratie war es auch ein bisschen ähnlich, weil die alte sozialdemokratische Partei ist verboten worden und im Jahr 34 und hat sich dann in der Illegalität gespalten in eine sozialdemokratische Partei und eine Partei der revolutionären Sozialisten. Und zu den revolutionären Sozialisten sind jene gegangen, die der alten Parteiführung unter Otto Bauer und Karl Renner und Seitz und so weiter vorgeworfen haben, dass sie sich nicht früher und energischer und entschiedener gegen das langsame Hereinbrechen der Diktatur zur Wehr gesetzt haben. Ihr habt euch scheibchenweise abmontieren und am Schluss vom Tisch wie Bröseln, Brotkrümeln wegwischen lassen. Ihr hättet entschiedener Widerstand leisten müssen, haben viele aus dem Kreis der revolutionären Sozialisten der alten Parteiführung vorgeworfen. Und im Jahr 45, im April, haben sich aber alle, sowohl die Sozialdemokraten als auch die revolutionären Sozialisten, wieder zusammengefunden und haben aus der alten sozialdemokratischen Partei eine sozialistische Partei, Klammer, Sozialdemokraten und revolutionäre Sozialisten, Klammer zu, gegründet und diesen Klammerausdruck dann sehr bald weggelassen, weil man gewusst hat, sozialdemokratische Partei, Volkspartei ist Volkspartei. Und die Kommunisten haben sich demonstrativ nicht neu gegründet. Die haben gesagt, wir sind nie untergegangen. Und es war ja wahr, von den Kommunisten sind sehr viele dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen, getötet worden, in Konzentrationslagern umgekommen. Andere sind nach Moskau gegangen und wieder andere sind da oder dort zu den Partisanen gegangen. Und im April 1945 sind ein oder zwei Flugzeuge aus Moskau nach Wien gekommen und haben Funktionäre der Kommunistischen Partei, die sich in Moskau aufgehalten haben und Moskau überlebt haben, was nicht allen im Exil gelungen ist, weil der Stalinismus hat auch und gerade unter den Exilkommunisten in Moskau unglaublich gewütet. Also ganze Garnituren von bulgarischen, rumänischen, auch deutschen Parteiführern sind in Moskau den Säuberungen zum Opfer gefallen, aber der Ernst Fischer hat überlebt, der Koplenik hat überlebt. Gibt's was? Nein. Der Ernst Fischer hat überlebt, der Koplenik hat überlebt und der Honner ist mit jugoslawischen Partisanen nach Kärnten zurückgekommen aus Jugoslawien und dann nach Wien gekommen. Die drei waren dann auch unter den ersten gewählten Abgeordneten der KP. Und diese drei Parteien hat es gegeben. Es war ein Drei-Parteien-System und in diesem Parteien-System hat man unter dem Druck der Kommunisten und der sowjetischen Besatzungsmacht so quasi die Machtteilung 1:1:1 akzeptiert. Und die Vorbereitungen für die Wiedergründung eines selbstständigen Österreich waren am 27. April so weit gediehen, am 27. April 1945, dass an diesem Tag in Wien die Unabhängigkeitserklärung
veröffentlicht werden konnte, die vor allem von Karl Renner formuliert wurde, aber die den Konsens der Kommunisten und auch der Österreichischen Volkspartei und der Sozialdemokraten hatte. Und ich sage jetzt noch ein paar Sätze über diese Unabhängigkeitserklärung. Sie besteht vor allem aus drei konkreten operativen Artikeln und aus einer langen Einleitung. Und diese drei operativen Artikel sind hundertprozentig in Ordnung und das richtige Wort zur richtigen Zeit. Im Artikel 1 heißt: Die Demokratische Republik Österreich ist als selbstständiger Staat wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten. Also Österreich hat ja seine Selbstständigkeit durch den Anschluss verloren. Hier wird Österreich als selbstständiger Staat wiederhergestellt. Das entsprach auch der Moskauer Deklaration von 1943, wo drei alliierte Mächte, also Russen, Amerikaner und Engländer, ohne Franzosen noch, sich in Moskau zusammengesetzt hatten und über die Kriegsziele bzw. die Nachkriegsziele verhandelt haben. Und damals ist eine Moskauer Deklaration herausgekommen, wo man auf alle möglichen Teile Europas Bezug genommen hat und in Bezug auf Österreich gesagt, Österreich soll nach Besiegung des Nationalsozialismus als selbstständiger Staat, ich glaube, es steht sogar drin, in den Grenzen von 1938 wiederhergestellt werden. Allerdings wird auch zu berücksichtigen sein, welchen Teil Österreich selbst für die Befreiung vom Nationalsozialismus leisten wird. Da ist also gewissermaßen die Rute ins Fenster gestellt worden. Aber ihr kennt es nicht, sitzen bequem im Liegestuhl und zuschauen, wie sich Zehntausende russische oder sowjetische Soldaten verbluten bei der Befreiung Österreichs, sondern ihr Österreicher, die ihr 1938 gejubelt habt über den Hitler, ihr müsst auch einen Beitrag zur Befreiung leisten. Das war der Artikel 1. Im Artikel 2 hat es kurz und bündig geheißen, der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich ist null und nichtig. Selbstverständlich ist ja auch gar nicht anders möglich, wenn man den Artikel 1 nimmt. Und der Artikel 3 hat gelautet, für die Durchführung dieser Aufgaben wird eine provisorische Staatsregierung gebildet, die aus den drei antifaschistischen Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ bestehen sollte, die gleich stark in dieser Regierung vertreten sein sollen. Das war natürlich eine schwierige Frage. Die Kommunisten waren in der Ersten Republik nie so stark, dass sie auch nur ein Mandat im Parlament gehabt hätten. Die Kommunisten haben in der Ersten Republik bei Wahlen nie mehr, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, sie wären nie mehr als 1,5 oder 2% der Stimmen gehabt haben. Daher war in den Augen der ÖVP und der SPÖ die kommunistische Partei keine, die man gleichrangig mit den Sozialdemokraten und der ÖVP in eine solche provisorische Regierung nehmen konnte. Aus der Sicht der Kommunisten und teilweise auch der Sowjets, der Russen, war die Sozialdemokratie eine Partei, die abgewirtschaftet hat und untergegangen ist und in die Illegalität gedrängt wurde. Die ÖVP war überhaupt eine Neugründung, die eben nicht an die christlich-soziale Partei direkt und hundertprozentig angeschlossen ist. Und die Kommunisten waren die, die im Widerstand am energischsten waren und die zum Teil auch in der Roten Armee gekämpft haben und denen ja eigentlich aus sowjetischer Sicht sogar die Führungsrolle gebührt hätte, so wie das ja auch einige Jahre später in Ungarn und in Polen und in der Tschechoslowakei und in Rumänien und in Bulgarien möglich war. Aber
Mit dieser 1:1:1 Lösung hat man sich einverstanden erklären können. Und das System war relativ kompliziert. Man kann es sich nur leicht merken. Der Renner war der Staatskanzler. Dann hat er drei Stellvertreter gehabt. Der Sozialdemokratische war der Scherf. Der Christlich-Sozial-, also der ÖVP-Stellvertreter, war der Kunczak. Oder war es schon der Fiegel? Herr Kollege. Also ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ihr schreibt es mit Recht mit. Da muss ich nochmal nachschauen, dass ich mich da nicht irre. Für die Kommunisten war es jedenfalls der Koblenig. Und die Ministerien sollten dann auch ungefähr Drittel, Drittel, Drittel aufgeteilt werden, wobei den Kommunisten aber nicht das Wichtigste war, dass sie genau ein Drittel der Ministerien haben, sondern das Wichtigste war ihnen, dass sie das Innenministerium und das Unterrichtsministerium haben. Weil sie gesagt haben, Innenministerium ist Polizei und Unterrichtsministerium ist Bildung, Schule, Zukunft und so weiter. Und in jedem dieser Ministerien hat es dann drei, ja, jeder, das, was heute ein Minister ist, war es Fiegel schon, danke. Also dann war das Renner als Staatskanzler, Scherf für die Sozialdemokraten, Fiegel für die Österreichische Volkspartei und Koblenig für die Kommunisten. Und die einzelnen Staatsämter, heute würde man sagen Ministerien, wurden von Staatssekretären geleitet. Das Wort Minister ist nicht vorgekommen. Und in jedem Amt, bei jedem Staatssekretär, hat es in der Regel drei Unterstaatssekretäre gegeben. Einen Sozialdemokraten, einen ÖVPler und einen Kommunisten. Und in manchen Fällen waren das auch parteilose Experten, die man da als Unterstaatssekretäre genommen hat. Also das Musterbeispiel nicht eines Proporzes, sondern eines Triporzes oder wie man da sagen müsste, einer drittelparitätischen Besetzung der Regierung, aber eine Regierungsform, die die Unterstützung der sowjetischen Besatzungsmacht in Wien gehabt hat und die dann in weiterer Folge auch von den anderen Alliierten akzeptiert wurde. Und die größte Schwierigkeit war eigentlich die Akzeptanz für diese Struktur in den westlichen Bundesländern zu erlangen. Also die Vorarlberger und die Tiroler und die Kärntner und auch andere haben sehr skeptisch reingeschaut und dem Renner ist ein Berg an Misstrauen entgegengebracht worden. Noch dazu hat der Renner Briefe an den Stalin geschrieben, wo man sich nur wundern kann. Also ich würde es gar nicht zitieren, weil auswendig kann ich ihn nicht, aber es ist sowas von Anhimmeln an Stalin und den großen Führer und den Siegreichen und dem, der in der Zukunft der Welt eine entscheidende Rolle spielen wird und so weiter. Das ist kein Wunderwort, dass man im Westen skeptisch war, obwohl ich überzeugt bin, dass der Renner sehr kaltblütig und klug einfach taktiert hat und gesagt hat, das Wichtigste ist, dass man da dass Stalin nicht mit einem Niet daherkommt und nicht da einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn einmal die Sowjets zugestimmt haben, wir werden uns das in Österreich schon vernünftig richten. Und dann ist es gelungen, im September 1945 eine Länderkonferenz einzuberufen, eine Konferenz, wo die Bundesländer daran teilgenommen hat. Ich glaube, Tirol war durch den Gruber, den jungen späteren Außenminister Karl Gruber, vertreten. Und diese Länderkonferenz hat einen positiven Verlauf genommen und war die politische Grundlage dafür, dass man im November 1945 in ganz Österreich vom Neusiedlersee bis zum Bodensee freie Wahlen durchführen konnte, mit Zustimmung aller Alliierten. Und am meisten überraschend war ja,
dass die Russen solchen freien Wahlen in ganz Österreich zugestimmt haben, etwas, was in Deutschland völlig unmöglich gewesen wäre. Und es spricht sehr viel dafür, dass die Russen einen völlig falschen Informationsstand über die tatsächliche Situation in Österreich hatten. Weil die Kommunisten aus Wien nach Moskau berichtet haben, zum Teil haben sie sich selber getäuscht, zum Teil waren sie ein bisschen angeberisch und großspurig. Also wir haben da die wichtigsten Sachen unter unserer Kontrolle. Wir besetzen auch das Innenministerium, wir besetzen auch die Kulturverwaltung und das Bildungssystem mit dem Unterrichtsminister. Und wenn es jetzt Wahlen gibt in Österreich, werden wir Kommunisten wahrscheinlich um die 30% der Stimmen bekommen. Gibt es Dokumente in Moskauer Archiven, in denen das so angedeutet wurde? Und natürlich war den Russen lieber, sie bekommen eine Volksfrontregierung, die wirklich aus Wahlen hervorgeht. Die Sozialdemokraten wird man dann schon irgendwie einkochen, als das muss mit Gewalt gemacht werden. Und so ist es zu diesen Wahlen gekommen. Und dann war das Erstaunliche, dass diese ersten freien Wahlen seit dem Jahr 1930 und vor allem die ersten freien Wahlen nach 1945 erbracht haben, ein Wahlresultat, bei dem die Kommunisten nur 4 Mandate bekommen haben von den 165 und die Österreichische Volkspartei eine absolute Mehrheit bekommen hat, was auch niemand erwartet hat. Und dieses Wahlresultat von der zweiten Hälfte November war ein Ausgangspunkt und ein Startschuss für eine positive Entwicklung als Resultat von Klugheit, als Resultat des Lernens aus der Tragödie der Ersten Republik, und eine Portion Glück ist wahrscheinlich auch dabei gewesen. Und da mache ich jetzt Schluss und mache mir jetzt ein Hackerl, dass wir nächstes Mal hier fortsetzen. Danke vielmals.